Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute vor 60 Jahren endete in Leipzig der Prozess gegen Marinus van der Lubbe und andere, besser bekannt als Reichstagsbrandprozess, mit einer später berühmt gewordenen Schlussrede des Mitangeklagten Georgi Dimitrov. Aus diesem Anlass tragen wir Ihnen heute nun Auszüge aus dem nach den Protokollen dieses Prozesses geschriebenen Stück Dimitrovs Prozess vor. Da wir in dieser szenischen Lesung notwendig fragmentarisch bleiben müssen, möchte ich einige der im Stück enthaltenen Informationen in Stichworten vortragen. Am 27. Februar 1933, etwa einen Monat nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, brennt abends der Reichstag. Gegen 21 Uhr wird das Feuer entdeckt. Gegen 21.15 Uhr wird im Reichstagsgebäude der holländische Anarchist Marinus van der Lubbe verhaftet, der sich offen zu der Tat bekennt. Am nächsten Tag erlässt die nationalsozialistische Regierung als Antwort auf den Brand eine Notverordnung, die die wesentlichen demokratischen Rechte außer Kraft setzt und die Jagd vor allem auf Kommunisten, aber auch auf Sozialdemokraten, sogar auf Christen eröffnet. Wegen der staatlicherseits erhobenen Beschuldigung, die Kommunisten seien neben van der Lubbe für den Brand verantwortlich, geht Ernst Torgler, der Fraktionsvorsitzende der Kommunistischen Partei im Reichstag, zur Polizei. Er will diesen Vorwurf vor allem mit dem Argument widerlegen, die Kommunistische Partei sei gegen jeden individuellen Terror. Er wird sofort verhaftet und ebenfalls unter Anklage gestellt. Am 9. März werden Georgi Dimitrov, Blagoj Popov und Wassil Tanev aufgrund der Anschuldigung verhaftet, zusammen mit van der Lubbe gesehen worden zu sein. Auch sie bestreiten jeden Zusammenhang. Insbesondere Dimitrov wird massiv unter Druck gesetzt. Er wird in der Haft monatelang, zum Teil Tag und Nacht, an Händen und Füßen gefesselt. Anwälte seiner Wahl werden ihm verweigert. Er wird von Informationen abgeschnitten, bekommt kein Geld für Zusatznahrungsmittel und ist Schikanen ausgesetzt, wie zum Beispiel, dass ihm seine Pfeife zwar ausgehändigt wird, aber kein Tabak. Beweisketten werden entwickelt, Anklage wird erhoben und die nationalsozialistische Regierung organisiert einen weltweit beachteten, gigantischen Schauprozess. Die Verurteilung scheint gesichert. Erste Szene, Prozessbeginn. Der Gerichtssaal, holzgetäfelte Wände, hinter Glasmalerei an den Fenstern, Kronleuchter, grün bezogene Tische. Hinter einem erhöhten, halbrunden Tisch sitzen der Gerichtsvorsitzende, Präsident Dr. Bünger und seine Beisitzer, auf der einen Seite die Anklage, vertreten durch Oberreichsanwalt Dr. Werner und Reichsanwalt Dr. Parisius, auf der anderen Seite die Angeklagten Georgi Dimitrov, Wassil Tanev, Blagoj Popov, Marinus van der Lubbe und Ernst Torgler, sowie ihre Verteidiger Dr. Sack und Dr. Teichert. Im Saal etwa 100 Pressevertreter, darunter 80 ausländische aus aller Welt. Gut. Wir kommen nunmehr zur Vernehmung des Angeklagten Georgi Dimitrov. Angeklagter Dimitrov, stehen Sie auf. Am besten kommen Sie gleich hier vor. Neben Ihnen kann der Dolmetscher Platz nehmen. Dimitrov kommt vor das Halbrund der Richterbank. Angeklagter Georgi Dimitrov, es handelt sich zunächst um die Feststellung Ihrer allgemein persönlichen Verhältnisse. Mit der Feststellung von Tatsachen werden wir uns vorerst nicht befassen. Sie heißen Georgi Dimitrov. Sie sind Schriftsteller und waren zuletzt wohnhaft in Berlin. Jawohl, Steglitz, Klingsor Straße 96. Sie sind geboren am 18. Juni 1882 in Radomir. Sie sind Bulgare. Ja. Sie sind vorbestraft, zwar nicht in Deutschland, aber im Ausland. Nicht in Deutschland. Welche Vorstrafen haben Sie im Ausland erhalten? Ich bin in Bulgarien im Zusammenhang mit einem Aufstand im September 1923 zum Tode verurteilt worden, nach Mitteilung der Presse der damaligen Zeit. Sagen Sie, haben Sie sich nicht einmal selber genau über diese Verurteilung orientiert? Das wäre doch das Natürlichste gewesen. Selbstverständlich. Ich habe mich informiert aus den Mitteilungen der Presse und einiger Freunde. Daraus wurde mir bekannt, dass ich zum Tode verurteilt war.
Ich habe das vorher aber nie gewusst. Naja, wir wollen nunmehr den Auszug der Auskunft der bulgarischen Botschaft hören, der sich mit dieser Frage befasst. Angeklagter Georgi Dimitrov ist in Bulgarien zweimal verurteilt worden. Beim Aufstand im September 1923 zu lebenslänglichem Zuchthaus und als Organisator bewaffneter Banden in Bulgarien zum Tode. So ist diese Auskunft. Das verstehe ich nicht, das wusste ich nicht. Ob Sie das wussten, ist nicht von Belang. Ich halte Ihnen das vor, dass Sie einmal zu Zuchthaus verurteilt worden sind, das zweite Mal aber zum Tode. Das hat für mich keine Bedeutung. Nein, für Sie nicht, aber vielleicht für uns. Es ist gleichgültig, ob es für Sie Bedeutung hat. Das bestreite ich. Dimitrov, ich will Ihnen sagen, benehmen Sie sich bescheiden. Das ist das Allererste, bescheiden und ruhig. Mit etwas anderem kommen Sie durchaus nicht durch, bei uns nicht, das hat gar keinen Zweck. Wenn ich Ihnen eine Vorstrafe vorhalte, so ist es an sich ganz gleichgültig, ob Ihnen das gleich ist oder was sonst los ist. Ich stelle das eben fest. In Sofia waren Sie auf dem Realgymnasium. Bis zur dritten Klasse. Später sind Sie als Lehrling in eine Druckerei eingetreten. In die Druckerei meiner Familie als Schriftsetzer bis zum Jahre 1904. Und von 1904 bis 1923 waren Sie Sekretär des Bulgarischen Gewerkschaftsbundes. Gleichzeitig war ich von 1913 bis 1923 als Vertreter der Kommunistischen Partei für Sofia im bulgarischen Parlament. Ebenso im Gemeinderat, im Reichstag und im Landtag. In dieser Zeit war ich auch als Redner und Schriftsteller in der Partei tätig. Seit 1910 als Mitglied des Zentralkomitees der Bulgarischen Kommunistischen Partei. Nun sind Sie in die politischen Ereignisse vom Jahre 1923 ab mit hineingekommen. Wie ist das gewesen? Schildern Sie ganz kurz. 1923 war ein Regierungsumsturz. Ich werde das erzählen. Ich werde gelegentlich auch mal was dazwischen fragen. Was war das für eine Regierung bis dahin gewesen? Ich werde alles erzählen. Am 9. Juni 1923 hat eine Gruppe Offiziere, mazedonische Terroristen unter dem Patronat des bulgarischen Königs selbst, auch mit Unterstützung der bulgarischen Sozialdemokratie, einen Putsch in der Nacht organisiert. Bei diesem Umsturz, diesem militärischen Putsch, wo die Soldatenmassen irregeführt wurden, waren Tausende und Abertausende Bauern, Arbeiter und Intellektuelle getötet worden, selbstverständlich ohne gerichtliches Urteil. Heißt dieses getötet auch im Kampfe oder von Fanatikern oder von wem? Im Kampf und außer Kampf. Auch im Gefängnis, als Gefangene. Alle politischen Rechte, alle Freiheiten des bulgarischen Volkes wurden aufgehoben. Im ganzen Lande war eine grenzenlose Entrüstung und Empörung eingetreten. Es war völlig unerträglich. Es war ganz klar, dass gegen diese putschistische Regierung, gegen diese militärfaschistische Diktatur eine Volkserhebung unvermeidlich ist. Und am 23. September, am heutigen Tag genau vor 10 Jahren, brach der Aufstand im ganzen Lande aus. Einmal eine Zwischenfrage. Hatte denn die Kommunistische Partei die Führung? Die Kommunistische Partei hatte die Führung. Also die Kommunistische Partei hatte die Führung. Ist es nun möglich, dass Sie wegen der dann folgenden Episode zum Tode verurteilt sind? Das kann ich nicht bestimmt sagen, weil ich die Urteile nicht bekommen habe. Jedenfalls haben solche Kämpfe an der Grenze stattgefunden. Selbstverständlich. Nicht nur an der Grenze, sondern im ganzen Land. Große Kämpfe. Wir haben wochenlang gekämpft. Das war ein Bürgerkrieg. Meine Volksgenossen in Bulgarien sind viehisch niedergemacht worden. Ja, gut, aber ob Ihre Auskunft und das alles so stimmt, das weiß ich das nicht. Das stimmt. Nun ja, ich wollte nur noch etwas vom nächsten Jahr fragen. Da ist doch das Attentat auf den König gewesen. Also im Zusammenhang mit dem niedergeschlagenen Septemberaufstand hat die Regierung ungefähr 20.000, buchstäblich 20.000, das ist einwandfrei festgestellt, 20.000 Arbeiter, Bauern und Intellektuelle in Bulgarien in 2 Jahren ermordet, vernichtet. In diesem kleinen Land Bulgarien. Eine Atmosphäre des Bürgerkriegs herrschte in Bulgarien. In dieser Atmosphäre sind verschiedene ungeduldige, temperamentvolle Elemente ja auch zu individuellen Terrorakten getrieben worden. Das Attentat in der Sofiota-Kathedrale ist gegen den Willen unserer Partei durchgeführt worden und war von der Partei verurteilt. Und dieses Attentat wurde von unseren Gegnern ausgenutzt,
für eine neue Vernichtung von 2000 der besten Leute der kommunistischen und Bauernbewegung in Bulgarien. Nun wollen wir das mal ruhen lassen. Das sind lauter Sachen, die zurückliegen. Wenn Sie sagen, dass 2000 Personen getötet seien, so fehlt da außer Ihrer Behauptung der Beweis. Ich hätte alle diese Dokumente hier rechtzeitig gebracht. Ich konnte das aber nicht machen, weil ich keinen freien Rechtsanwalt als Verteidiger bekommen habe. Sie sind doch gewandt genug, Sie können so etwas auch ohne Rechtsanwalt beibringen. Oberreichsanwalt Dr. Werner meldet sich zu Wort. Ich bitte doch den Angeklagten einmal zu fragen, ob er jemals den Versuch gemacht hat, seinem Offizialverteidiger irgendwelche Dokumente zu seiner Verteidigung zu übergeben. Ich habe gesagt, ich habe keine Gelegenheit gehabt, diese Dokumente rechtzeitig zu beschaffen. Was hat Sie daran gehindert? Ich habe 8 Rechtsanwälte vorgeschlagen, die abgelehnt worden sind. Dazu brauchen Sie doch keinen Rechtsanwalt und kein Kindermädchen. Das können Sie doch so machen. Wäre das für das heutige Verfahren denn von großer Bedeutung gewesen? Für mich nicht, aber vielleicht für das Gericht. Dann sind wir ja einig. Aber wenn Sie das heute herausstellen als einen Punkt der Beschränkung der Verteidigung, dann muss ich das durchaus zurückweisen. Das kommt nicht in Frage. Wie ist es denn nun weiter mit Ihnen gegangen? Ich bin im Frühjahr 1924 nach Moskau abgereist, wo ich als politischer Emigrant und politischer Schriftsteller bis Ende 1926 geblieben bin. Anfang 1927 bin ich wieder zurück nach Wien gefahren, im Zusammenhang mit der politischen Amnestie in Bulgarien. Ich war aber damals nicht amnestiert. Da bin ich in Wien geblieben und habe unsere Parteizeitschrift herausgegeben und für bulgarische und andere politische Emigranten gesorgt. Ich habe die materielle Unterstützung organisiert und organisieren lassen. Wie wurde das Letztere gemacht? Das Geld wurde in Paris und in anderen Ländern gesammelt und nach Bulgarien geschickt. Wie haben Sie denn diese Überweisung gemacht? Es gibt verschiedene Wege, legale und illegale. Jedenfalls doch nicht auf einem normalen Wege. Geben Sie das nur ruhig zu. Für uns war das alles nichts Ungewöhnliches. Das mag sein, aber nicht im Sinne einer Rechtsordnung. Wir waren gezwungen, als große Partei international zu sein. Für uns war alles erlaubt, um Verbindung mit unseren Volksgenossen zu haben. Also Sie sagen, dass, um dieses Ziel zu erreichen, Ihnen jede Ungesetzlichkeit erlaubt erscheint. Selbstverständlich. Nein, nicht selbstverständlich. Ich muss Sie überhaupt ermahnen, sich bescheidener zu verhalten. Sonst werden wir noch dazu übergehen müssen, gegen Sie besondere Maßnahmen zu ergreifen. Ich muss Sie dringend ermahnen, anders aufzutreten als jetzt. Wann sind Sie denn endgültig nach Berlin gekommen? Ende 1929. Warum haben Sie sich nicht polizeilich gemeldet? Weil nach dem Aufstand in Bulgarien meine politischen Freunde sehr oft im Ausland mit dem Tode bedroht wurden. Ich konnte mich nicht melden. Denn wenn ich gefunden worden wäre, dann könnte ich auch jetzt nicht als Angeklagter vor dem Reichsgericht stehen, sondern wäre längst ermordet. Und da haben Sie sich unter verschiedensten Namen eingemietet? Unter 2 Namen. Im Anfang in Wien war ich unter dem Namen Dr. Jan Schafsma. Im Jahre 1930 in Berlin war ich unter dem Namen Dr. Rudolf Hediger. Ich habe nur 2 fremde Namen in dieser Zeit benutzt. Sie sind in der ersten Hälfte des Jahres 1932 in Moskau gewesen. Ende Juni oder, wenn ich mich recht erinnere, schon am 16. oder 17. Juni war ich nach Berlin zurückgekommen im Zusammenhang mit einem neuen Amnestiegesetzentwurf. Ja, wären Sie da nicht in Moskau sicherer gewesen? Da brauchen Sie doch gar nichts zu befürchten. Selbstverständlich. Aber ich musste die Amnestiesache von Europa aus in der Nähe von Bulgarien organisieren. Ich durfte nicht weit von Wien, Paris, Amsterdam, Brüssel sein. Wegen des Zeit- und sozusagen auch wegen des Geldgewinns musste ich im Zentrum Europas sein. Also Sie sagen, Sie wären deshalb nach Berlin zurückgekommen, weil... Wegen meiner Reise. Wenn ich spreche, dürfen Sie nicht sprechen. Das konnte kein Grund sein, gerade nach Berlin zurückzukehren. Der einzige Grund, selbstverständlich. Sagen Sie nicht selbstverständlich. Für mich ist es selbstverständlich. Aber das sollen Sie nicht mir gegenüber sagen. Ich untersage Ihnen das zum letzten Mal, das gibt es nicht. Sie haben hier einfach in einer Weise zu antworten wie jeder Angeklagte. Nicht in einer Weise, als wenn man etwas fragte, was gar nicht gefragt zu werden brauchte. Denn das liegt darin. Aber die Debatte darüber ist jetzt geschlossen. Ich nehme das zur Kenntnis. Aber beachten Sie es auch. Ich möchte, dass das Gericht mich ganz richtig versteht. Ich bin seit 6 Monaten festgenommen. Ich war 5 Monate, Tag und Nacht an den Händen gefesselt. Ich habe mit gefesselten Händen geschlafen und ich bin vollständig unschuldig. Ist es da ein Wunder, dass ich ein bisschen aufgeregt bin? Aber Sie müssen sich hier etwas zusammennehmen.
In Berlin wohnten sie dann von November 1932 bis Februar 1933 bei den Eheleuten Koch. Bis zu meiner Verhaftung. Erinnern Sie sich des Selbstmords der Kochs? Nein. Ist Ihnen das nicht mitgeteilt worden? Nein. Es soll von Ihnen, dem Ehepaar Koch, gesagt worden sein, Sie sollten gewisse Schriftstücke verbrennen. Ist das richtig? Nein. Das sollen die Leute arglos gemacht haben, ohne sich dabei etwas zu denken. Und daraufhin ist eine Untersuchung gegen die Eheleute Koch eingeleitet worden. Das hat dazu geführt, dass die Eheleute Koch versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Ich bedauere, dass wegen mir und meiner Meinung andere Leute zum Unglück gekommen sind. Dazu haben Sie auch einen Grund. Nur dadurch sind die Leute dazu gekommen. Und durch die Untersuchungsmethode vielleicht auch. Ich muss derartige Ausführungen ganz ernstlich zurückweisen. Das ist in Grund und Boden unwahr. Und ich verbitte mir es, dass Sie solche Ausführungen machen, bloß um sich herauszureden. Weiter ist es doch absolut nichts. Ich möchte nur erklären, dass ich selbst, persönlich, wenn ich nicht so starke Nerven hätte, mir auch das Leben genommen haben würde. Denn diese Fesselung war für mich unerträglich. Das ist im Interesse der Untersuchung geschehen und gehört an diese Stelle nicht her. Womit haben Sie sich in Deutschland Ihren Unterhalt verdient? Als Schriftsteller habe ich regelmäßig in der internationalen Pressekorrespondenz geschrieben, die in Deutsch, Französisch, Englisch, Tschechisch und Spanisch erscheint. Da haben Sie Artikel geschrieben. Dann habe ich als Mitarbeiter der Humanité in Frankreich gearbeitet. Endlich habe ich verschiedene Broschüren vom Russischen ins Deutsche und Bulgarische übersetzt. Dafür habe ich Honorar bekommen. Davon habe ich gelebt. Ich bin Mitglied des Zentralkomitees gewesen, aber nicht mit Gehalt. Darum ist meine Frage umso berechtigter, womit Sie Ihren Lebensunterhalt verdient haben. Ich habe 300 oder 350 Mark monatlich gehabt, habe bescheiden gelebt und für meine Reisen haben mich Freunde und politische Emigranten unterstützt. Dann sind bei Ihnen, um das vorwegzunehmen, Telefonadressen in Ihrem kleinen schwarzen Notizbuch gefunden worden. Es war wohl so, dass wenn die Telefonnummer aus 4 Nummern bestand, das erste Paar umgestellt worden ist, sodass es das zweite Paar war. Weshalb haben Sie denn das gemacht? In verschiedenen meiner Notizen ist es eine verschiedenartige Notierung. Es muss doch irgendeinen Grund haben. Ich wollte niemand ohne eine Notwendigkeit Unannehmlichkeiten verursachen. Das war für mich maßgebend. Deshalb haben Sie das umgestellt. Sie wollten das also jedenfalls geheim halten. Ich habe zum Beispiel meine Notizen über bulgarische Artikel in Deutsch geschrieben, nicht in Bulgarisch. Weil, wenn so etwas in meiner Wohnung zurückbleibt, der Herr oder die Frau nicht wissen sollte, dass ich Bulgare bin. Ich war kein Bulgare, ich war Schweizer. Das ist eine Methode, die mit meinem unangemeldeten, illegalen Leben zusammenhängt. Es hat keinen anderen Grund. So erklärt. So ist es Tatsache. Nun zum Schluss. Sie sind doch verheiratet. Ich bin verheiratet gewesen. Meine Frau ist am 18. Mai dieses Jahres verstorben. Sie lag jahrelang leider hoffnungslos krank. Und in diesem Zusammenhang möchte ich sofort eine Erklärung abgeben. In der Anklageschrift steht, dass ich, obwohl verheiratet, unter dem Namen Dr. Schafsmar Schmidt mich in Berlin verlobt habe und auch Verlobungsanzeigen habe drucken lassen. Es ist merkwürdig, dass ich während der monatelangen Vernehmungen über dieses sonderbare Beweismittel nie einmal gefragt worden bin oder mir jemand diese Karte, die angeblich bei den Akten ist, gezeigt hat. Es ist so hinter meinem Rücken in die Anklageschrift hineingekommen. Nein, das ist es nicht. Solche Ausdrücke weise ich zurück. Das Material ist aus den Akten gekommen. Außerdem... Erlauben Sie, Herr Präsident, ich habe von dieser Sache zum ersten Mal aus der Anklageschrift erfahren. Das ist mir unerklärlich und unerhört. Das erste Mal sehe ich diese Sache. Ich erkläre ganz kategorisch, dass ich keine Verlobung in Deutschland vollzogen habe und selbstverständlich keine Verlobungsanzeige drucken lassen kann. Ganz kategorisch erkläre ich das. Und noch einmal, während der Vernehmung ist mir das nicht gezeigt worden. Und ich frage, warum? Jetzt ist die Sache erledigt. Das werden wir bei der Vernehmung des Untersuchungsrichters klären. Erlauben Sie, Herr Präsident, ich wollte in der Anklageschrift meine Widerlegung lesen. Diese Widerlegung steht dort nicht. Was für eine Methode ist das? Das Maßgebende ist die Hauptverhandlung. Das ist das Wesentliche. Das ist sehr charakteristisch für die Untersuchungsmethode. Aber wenn Sie jetzt in dem Ton fortfahren, dann breche ich die Vernehmung ab. Und wir werden uns schlüssig darüber machen, ob Sie überhaupt der Verhandlung weiter beiwohnen dürfen. Das sage ich Ihnen jetzt. Ich habe Ihnen das vorgehalten. Damit ist die Sache nun erledigt. Erlauben Sie, ich frage Sie, warum man mich nicht über diese Sache befragt hat.
Jetzt aber muss ich mir ausbitten, dass Sie diese Fragen, die Sie da immer stellen, nicht fortwährend wiederholen. Das gibt es nicht. Die ganze Art, wie Sie das hier vorbringen, erweckt, muss ich sagen, keine Sympathien für Sie. Also werden die Angaben über Ihre Person zunächst beendigt. Wenn ich im Zusammenhang mit dieser Vernehmung zur Person, Herr Präsident, noch Folgendes heute sagen dürfte. Es stimmt vollkommen, wie die Anklageschrift das darstellt, dass ich ein Bolschewik bin, ein proletarischer Revolutionär. Ich möchte sogar unterstreichen, proletarischer Revolutionär. Denn wir leben ja in einer so verkehrten Zeit, dass sich sogar der deutsche Kronprinz als Revolutionär proklamiert oder es andere Beispiele solcher verwirrter Revolutionäre gibt. Ich bin als Mitglied des Zentralkomitees der Bulgarischen Partei und als Mitglied der Exekutive der Kommunistischen Internationale ein verantwortlicher und sozusagen führender Kommunist. Und ich bin gern bereit, für alle Beschlüsse, für alle Handlungen meiner Bulgarischen Kommunistischen Partei und der Kommunistischen Internationale volle Verantwortung zu tragen. Aber gerade deswegen bin ich kein terroristischer Abenteurer, kein Putschist und kein Fantast. Es ist unbestreitbar, dass ich für die proletarische Revolution... Dimitrov, nun will ich Ihnen etwas sagen. Zwei Worte nur, Herr Präsident. Ich möchte nur noch mein Credo vor Ihnen entwickeln. Dazu haben Sie nachher noch Zeit genug. Die jetzige Verhandlung bezieht sich im Wesentlichen auf die persönlichen Verhältnisse des Angeklagten. Ich wollte nur unterstreichen, Herr Präsident, was ich bin. Ich bin für die proletarische Revolution und für die Diktatur des Proletariats. Aber gerade deswegen bin ich gegen die Methoden des individuellen Terrors, gegen die putschistischen Treibereien und das nicht aus sentimentalen Erwägungen oder Humanismus, sondern übereinstimmend mit unserem Programm der Kommunistischen Internationale, der Beschlüsse der Kommunistischen Internationale, die festes Gesetz für mich und meine treuen Genossen sind. Ich bin ein Gegner solcher individuellen Terrorakte wie Brandstiftung und so weiter. So, das mag nun einstweilen genügen. Ich stelle jetzt fest, dass Sie bisher zum Ausdruck gebracht haben, Sie sind durch und durch Kommunist, Sie sind begeisterter Anhänger des Kommunismus, Sie sind stolz auf den Kommunismus, Sie sagen aber, Einzelterror lehnen Sie ab, nicht wahr? Ja. Dimitrov, ich muss noch eines fragen. Wie lange kennen Sie die beiden anderen Angeklagten? Seit wann kennen Sie Tanev und Popov? Tanev und Popov kenne ich als Emigranten aus Moskau. Ich habe sie persönlich in Bulgarien nicht gekannt. Vielleicht haben mich die beiden gekannt. Es kennen mich ja viele Parteimitglieder, ohne dass ich sie persönlich kenne. Sie haben einmal eine schriftliche Erklärung abgegeben, in der Sie gesagt haben, seit November wären Sie mit Popov von Zeit zu Zeit zusammen gewesen. Das stimmt. Nun haben Sie aber vor dem Untersuchungsrichter Folgendes gesagt. Der Angeklagte Popov hat mich nicht besucht. Warum haben Sie das so falsch gesagt? Ich habe das ausdrücklich mit der Absicht gemacht, dass, wenn ich als bekannter bulgarischer Führer in Deutschland festgehalten werde, die beiden als ganz harmlose politische Emigranten frei sind. Jedenfalls haben Sie wieder etwas Falsches gesagt. Selbstverständlich war das nicht richtig. Selbstverständlich nicht richtig. Ich erinnere Sie nochmals daran, dass es ganz unangebracht ist, dass man selbstverständlich die Unwahrheit sagt. Das kann man in keinem einzigen Fall. Wenn das etwa Ihre Einstellung ist, so ist es nicht die richtige. Was wollen Sie noch sagen? Ich habe am 20. März, am 14. und am 30. Mai schriftlich erklärt, dass ich die Verantwortung für meine Aussagen und Angaben nur für das übernehme, was in meinen schriftlichen Erklärungen steht. Für die Vernehmungsprotokolle übernehme ich keine Verantwortung, weil sie tendenziös geführt wurden, weil die ganze Voruntersuchung mit der Absicht geführt wurde, aus mir um jeden Preis einen Reichstagsbrandstifter zu fabrizieren. Das weise ich wieder zurück. Jawohl, das tue ich. Und ich werde Ihnen das Wort entziehen, wenn Sie in dieser Weise fortfahren. Sie bringen also zum Ausdruck und haben eben gesagt, nur meine schriftliche Erklärung ist maßgebend. Ausschließlich. Angeklagter, nehmen Sie jetzt Platz. Zweite Szene, einige Tage später. Van der Lubbes, erstes Erwachen, Dimitrov und die Frauen. Ich frage, was ist wahr? Sie haben gar nichts zu fragen, sondern ich. Ich stelle eine Frage an Van der Lubbe. Das wollte ich eben verhindern. Sie haben ihn gefragt. Was für eine Frage? Stellen Sie... Van der Lubbe soll mir als Fragesteller durch Sie antworten. Nein, mir. Ihnen antworten. Worüber?
Er soll dem Gericht antworten, warum er zu verschiedenen Sachen, wie der Frage der Mittäter, einmal Ja gesagt hat, einmal Nein und ein drittes Mal Ja und Nein. Das vierte Mal aber schweigt er. Warum? Ich lehne diese Frage ab. Dolmetscher, hat er meine Frage übersetzt? Greifen Sie nicht in die Verhandlung ein. Die Art, wie Sie hier auftreten, ist so, als ob Sie Verteidiger wären. Ich frage nur, ob meine Frage übersetzt ist. Das lasse ich nicht zu. Eine weitere Frage. Warum wurde van der Lubbe, der angeblich bei der polizeilichen Vernehmung in fließendem Deutsch seine Geständnisse ablegte, beim Untersuchungsrichter mit Dolmetschern vernommen? Schluss. Der Untersuchungsrichter kann aus bestimmten Gründen mal einen Dolmetscher zuziehen. Tatsache ist jedenfalls, dass niemand von uns, Richter und Angeklagte und Verteidiger, dieses Deutsch verstanden hat. Uns dürfen Sie nicht mit den Angeklagten zusammenfassen. Soweit geht das nicht. Erlauben Sie, Herr Präsident, selbstverständlich nicht. Also, was ist los? Niemand hat dieses Deutsch verstanden, dieses heutige Deutsch von van der Lubbe. Und Herr Polizeikommissar Heisig hat unter Eid behauptet, dass er van der Lubbe glänzend verstanden hat. Das ist doch gar keine Schlussfolgerung. Seit dem ersten Tag der Hauptverhandlung hat der Hauptangeklagte van der Lubbe niemals einen begreiflichen und verständlichen Satz vor dem Gericht gesagt. Er sagt einmal Ja, ein andermal Nein, ein drittes Mal Ja und Nein, das vierte Mal schweigt er. Wir vier Mitangeklagten haben klar und deutlich erklärt, dass wir unschuldig sind und damit nichts zu tun haben. Halt! Es ist hier nicht zu plädieren, sondern Sie haben mir in einem kurzen Satz zu sagen, was ich nach Ihrem Antrag nach fragen soll. Und dann werde ich prüfen, das unterliegt allerdings ganz meinem Ermessen. Weiß ich. Das ist nicht so wie bei der Fragestellung an Zeugen. Ob ich dieser Vernehmung des Angeklagten nach der Richtung noch einen Satz zufügen will oder nicht. Also, was ist das? Wie und mit wem hat er den Reichstag angestellt? Ich verlange eine ganz klare, offene Antwort von van der Lubbe vor dem Gericht und vor der ganzen Welt. Es ist... Angeklagter van der Lubbe, haben Sie den Reichstag allein angesteckt oder nicht? Der Dolmetscher übersetzt die Frage. Antworten Sie. Ja. Also ich will noch einmal fragen. Haben Sie den Reichstag allein angesteckt? Das ist unmöglich, ausgeschlossen. Schweigen Sie, ich entziehe Ihnen hiermit das Wort. Angeklagter van der Lubbe, haben Sie den Reichstag allein angesteckt? Ja. Ja, das hat er früher schon erklärt. Oberreichsanwalt Dr. Werner. Ich glaube, wir haben das schon mal exerziert. Dann müsste ich dieselbe Frage wieder stellen. Haben andere es vorbereitet? Angeklagter van der Lubbe, haben andere die Brandstiftung vorbereitet und Ihnen da geholfen? Haben andere Ihnen bei der Brandstiftung geholfen? Das kann ich nicht sagen. Es gibt bloß immer die Antwort, kann ich nicht sagen, und ab und zu mal ja oder nein. Er will nicht zugeben, dass ein Werkzeug... Dimitrov, ich habe Ihnen schon gesagt, ich entziehe Ihnen das Wort. Der Verteidiger Dr. Sack meldet sich zu Wort. Der Angeklagte Dimitrov sitzt ja nun hinter mir. Nicht nur, dass ich das Wort Idiot gehört habe in Bezug auf den Angeklagten van der Lubbe, so hat er jedenfalls für mich verständlich gemeint, dass van der Lubbe ein missbrauchtes Werkzeug von anderen sein müsste. Ja, so ist es. Ich halte es für meine Pflicht, Herr Präsident, dem Hohen Senat das zu unterbreiten und glaube, dass der Oberreichsanwalt vielleicht von sich aus ex officio da eingreifen wird. Ich behaupte, Sie haben es zu schweigen. In diesem Prozess bin ich nicht Schuldner, sondern Gläubiger. Themenwechsel. Dimitrovs Alibi. Zeugin Rössler vor dem Gericht. Staatsanwalt Parisius fragt. Eine Frage, Fräulein Rössler. Sie sind in der Nacht des Reichstagsbrandes im Nachtzug von München nach Berlin gefahren und haben dort den Angeklagten kennengelernt. Haben Sie sich an jenem Morgen mit Herrn Dimitrov über den Reichstagsbrand unterhalten? Und können Sie sich erinnern, ob und was er eventuell darüber gesagt hat? Sie haben uns doch erzählt, Sie ließen sich die Zeitung von dem einen Ehepaar geben. Ja, er hat, glaube ich, den Kopf geschüttelt. Aber er hat sich nicht darüber ausgelassen. Ich war vielmehr der Meinung, ich will erst mal nach Berlin fahren, da werde ich viel mehr hören als das, was in der Zeitung aus Leipzig oder Halle steht. Sie wissen nicht, ob und was er darüber gesagt hat. Und auch nachher, Sie sagten, Sie hätten sich noch einmal getroffen in dem Café Kutschera. Haben Sie sich darüber nicht unterhalten? Er hat mir gesagt, er hätte schon viel zu tun gehabt.
Er wäre den Tag über in der Reichsbücherei gewesen, oder wie heißt das da, unter den Linden, an der Universität. Das hat er im Café Kutschera erzählt. Ja, das hat er im Café Kutschera erzählt. Frau Zeugin hat mir während der Fahrt am 28. Februar früh die Zeitung mit der Nachricht über den Reichstagsbrand gegeben, oder nicht? Ich weiß nicht. Sie waren, glaube ich, dabei, als ich mir die Zeitung ausgeliehen habe, von dem Ehepaar, das gegenüber saß. Eine dicke Dame vis-à-vis von mir? Ja. Kann sich die Zeugin erinnern, was ich gesagt habe nach der Lektüre der Zeitung? Nein, ich kann mich da nicht erinnern. Habe ich nicht gesagt, dass das nur eine Sache von Provokateuren sein kann? Ich weiß nur, dass er mit dem Kopf geschüttelt hat. Denn man kann doch im Zuge so etwas nicht sagen. Na ja, jedenfalls, Sie erinnern sich nicht. Er hat mit dem Kopf geschüttelt. Und wir haben uns dann am Abend unterhalten. Ich möchte nur noch sagen, dass die Zeugin im Allgemeinen über unser zufälliges Kennenlernen am 27. Februar im Zug die Wahrheit aussagt. Ich bedauere nur, dass ich mich unter einem anderen Namen vorstellen musste. Mir wäre es lieber gewesen, mich unter meinem eigenen Namen vorzustellen. Darauf kommt es jetzt nicht an. Gleiches Thema, andere Zeugin. Frau Krüger, Vermieterin einer anderen Wohnung Dimitrovs. Ja, ich war einen Tag in Haft. Wann waren Sie verhaftet? Das weiß ich heute nicht mehr ganz genau. Ich war verhaftet und meine Kinder waren im Waisenhaus. Ist das deshalb geschehen, weil bekannt wurde, dass Sie nahe Beziehungen zu Dimitrov hatten? Ja. Das ist doch aber gar nicht auffallend. Nicht auffallend, selbstverständlich. Außerdem wohl nur einen Tag, Frau Krüger. Ja, von einem Mittag bis zum nächsten Mittag. Herr Präsident, ich bitte meine Richter um Folgendes. Ich weiß, was morgen in unserer guten deutschen Presse stehen wird und ich möchte... Unterlassen Sie diese Bemerkungen. Ich unterlasse. Ich möchte nur bitten, zur Kenntnis zu nehmen, dass Frau Krüger nicht wusste und nicht wissen durfte, dass ich Kommunist bin, dass ich bulgarischer Immigrant bin und dennoch nach meiner Verhaftung wegen des Verbrechens der Reichstagsbrandstiftung ohne Angst an meiner Seite gestanden und versucht hat, mir nach Kräften zu helfen. Ich behalte... Das ist nun genug. ...dass es nichts persönlich Kompromittierendes irgendwelcher Art... Ruhe jetzt! Oberreichsanwalt Dr. Werner... Herr Präsident, ich bitte, mir noch eine Frage an die Zeugin zu gestatten. Bisher ist ja nur festgestellt worden, dass die Ehe der Zeugin geschieden worden ist wegen ehewidriger Beziehungen, die sie zu dem Angeklagten Dimitrov gehabt hat. Ich bitte die Zeugin jetzt zu fragen, es tut mir leid, dass ich in diese intimen Verhältnisse hier eingreifen muss, ob es richtig ist, dass sie ehewidrige Beziehungen zu dem Angeklagten Dimitrov unterhalten hat. Das hat sie doch schon zugegeben, da ist gar nichts weiter nachzufragen. Ja. Wenn ich eine Bemerkung dazu machen darf... Eine Frage können Sie stellen. Herr Präsident, der Oberreichsanwalt möge mich entschuldigen, aber ich möchte hier ein für alle Mal erklären, dass ich weder impotent noch homosexuell bin... Ich entziehe Ihnen das Wort! ...sondern ein männlicher Mann. Schweigen Sie sofort! Die Sitzung ist geschlossen. Dritte Szene. Gutachten. Der Zeuge aus dem KZ, van der Lubbes, zweites Erwachen. Der einzige Punkt der Anklageschrift, an dem ich leider mit meinen Anklägern Dr. Werner und Parisius vollständig einverstanden bin... Dieser Ausdruck leider gehört nicht hierher und ist ungehörig. Es besteht also Übereinstimmung, dass van der Lubbe als Reichstagsbrandstifter nicht allein gewesen sein kann. Dass er also unbedingt Mittäter gehabt haben muss. Meiner Überzeugung nach, Herr Präsident, ist der van der Lubbe in diesem Prozess sozusagen der Reichstagsbrandfaust. Der Reichstagsbrand Mephisto fehlt. Weiter. Dieser klägliche Faust steht vor den Schranken des Gerichts, aber der Mephisto ist nicht da. Dimitrov, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie nach der Vernehmung der Zeugen und Sachverständigen nicht plädieren können, sondern lediglich Fragen zu stellen haben. Ich bitte Sie, sich daran jetzt zu halten. Ich frage den Sachverständigen, Herrn Professor Josse, ob es möglich ist, dass van der Lubbe in einer Viertelstunde von draußen durch das Restaurant und in der gleichen Viertelstunde zum Plenarsaal und dann wieder zurücklaufen und dabei auch noch diesen Brand entfachen konnte. Für mich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Das habe ich mir verschiedentlich überlegt und war eine Zeit lang der Meinung, dass das nicht möglich wäre. Nachdem ich aber bei der Besichtigung gesehen habe, mit welcher Fixigkeit diese Glasscheibe durchgehauen worden ist und wenn ich berücksichtige, dass van der Lubbe in Schweiß gebadet festgenommen worden ist, so möchte ich glauben, dass bei entsprechender Vorbereitung
einer den Brand hat anlegen können. Bei entsprechender Vorbereitung, sagen Sie? Ja, welcher Art die war, weiß ich nicht. Aber dass die Zeit außerordentlich kurz ist, sodass ein Zweifel darüber auftreten kann, ob er das allein gemacht hat, das will ich zugeben. Ich möchte noch eine Frage stellen. Nach der angeblichen Beschreibung von Van der Lubbe über die Brandlegung ist dort, wo Van der Lubbe allein mit eigener Hand, mit seinem Mantel und mit seinem zerrissenen Hemd einen Brand angelegt hat, tatsächlich gar kein richtiger Brand entstanden. Beispiel Restaurant, Beispiel Nebenräume. Und dort, wo Van der Lubbe mit einem Stück von seinem Mantel oder seinem Hemd den Plenarsaal anzünden wollte, ist der größte Brand entstanden. Man bedenke, was für ein riesiger Saal der Plenarsaal ist. Und dann ist sogar die Glaskuppel in zig Meter Höhe von dem Feuer geplatzt, das ein Fetzen Stoff entfacht hat. Wie ist das zu erklären? Es konnte im Plenarsaal nur dadurch so brennen, dass Brandstoff vorher hereingebracht worden ist. Themenwechsel. Es ist schon viermal hier vor dem Gericht vorgekommen, dass sowohl seitens der Verteidigung als auch seitens der Anklagebehörde ein sogenanntes Braunbuch zitiert und widerlegt worden ist. Ich habe keine Ahnung von diesem Buche. Ich betone, dass es unverständlich, unglaublich und meiner Meinung nach ungerecht ist, wenn die Ankläger, meine Ankläger, dieses Buch in den Händen haben und ich als Angeklagter nicht. Ich weise den Ausdruck unglaublich, der eine Ungehörigkeit grober Art darstellt, zurück. Ich verlange, Herr Präsident, dass dieses Buch mir zugestellt wird. Das habe ich verstanden. Als Angeklagter verlange ich für meine Verteidigung das, was notwendig ist. Lassen Sie das aufklopfen. Ich habe ein Recht. Es kommt nicht nur darauf an, dass der Inhalt dessen, was Sie sagen, zulässig ist. Das scheinen Sie bisher noch nicht recht erfasst zu haben. Sondern auch die Form Ihres Vorbringens muss angemessen sein. Ich halte die Form wahr. Das Buch verlange ich, darum ersuche ich. Sind Sie fertig? Sind Sie fertig? Jawohl. Wie stellen Sie sich zur Aushändigung des Frauenbuchs, Herr Oberreichsanwalt? Dieses Buch ist ein Pamphlet. Ich sehe nicht ein, wieso man diesem Buch eine weitere Verbreitung verschaffen soll, als sie erforderlich ist, nämlich in der Hand der Behörden. Ich beantrage deshalb, den Antrag des Angeklagten Dimitrov abzulehnen. Wenn in diesem Buche irgendetwas für die Sache ist, so habe ich selbst immer dazu das Wort ergriffen, weil ich selbst das allergrößte Interesse daran habe, diese Dinge aufzuklären. Das können Sie getrost mir überlassen. Wie äußert sich die Verteidigung zur Aushändigung des Buches? Dr. Teichert, der vom Gericht bestellte Verteidiger, antwortet. Hoher Senat, der Angeklagte Dimitrov hat von mir aus dem Braunbuch diejenigen Stellen inhaltlich genau bekommen, die ihn interessieren können. Ich habe ihm natürlich Einzelheiten nicht mitgeteilt. Die braucht er meines Erachtens auch nicht zu wissen. Und sobald es für seine Verteidigung darauf ankommt, werde ich dafür sorgen, dass diese Punkte genügend zur Sprache kommen. Das ist die offizielle Verteidigung. Themenwechsel. Der Zeuge Kerf. Sie sind aus Zinkendorf, nicht wahr? Ja, aber zurzeit inhaftiert. Wegen der Notverordnung vom 28. Februar. Nicht wegen der Notverordnung, sondern wegen illegaler kommunistischer Tätigkeit. Wie Sie meinen. Laut Ihrer Aussage haben in Zinkendorf Versammlungen der Kommunisten stattgefunden. Was ist da gesprochen worden? Dass immer gesammelt werden sollte und gut organisiert werden sollte und zur Wahlpropaganda und alles. Na ja, nun gehen Sie darüber hinweg. Ist über Politik gesprochen worden? Ja. Was ist da gesagt worden? Die Arbeiter sollten einig sein. Es sollte nicht so viel Zwietracht... Ist über einen bevorstehenden Umsturz gesprochen worden? Was wurde dort von der Kommunistischen Partei geplant? Dass Streiks geführt werden sollen. Nun sprechen Sie nicht um all das herum, sondern kommen Sie auf die Hauptsache. Was haben Sie früher darüber ausgesagt? Ja, Herr Reichsgerichtsrat, wir sind zu der Aussage gezwungen worden. Schweigen Sie! Was haben Sie eben gesagt? Sie behaupten, Sie wären zu der Aussage gezwungen worden? Inwiefern denn? Wir wollten unsere Aussage machen. Der Oberlandjäger, der uns zur Vernehmung herangezogen hat, da müssten wir eben alle geständig sein, was der Oberlandjäger vorgesagt hat. Oberreichsanwalt Dr. Werner. Sie haben aber früher wenigstens auch so gesagt. Es sei von gewaltsamem Umsturz da gesprochen worden.
Und es sei auch dabei gesagt worden, dass in Brieskow das Kraftwerk gesprengt und die Grube stillgelegt werden sollte. Ja, das habe ich bei der polizeilichen Aussage gesagt. Ja, ist das richtig oder ist das nicht richtig? Das ist nicht richtig. Ja, warum haben Sie es denn dann gesagt? Der Herr Oberlandjäger Wieck hat zu mir gesagt, ich habe gleich gesagt zu allen Beamten, mit Ihnen werden wir die größten Schwierigkeiten haben. Also nehmen Sie sich zusammen und sagen Sie alles, wie ich sagen tue. Sagen Sie alles wie? Alles, wie ich Ihnen sagen tue, das sollte ich nachsagen. Ob das stimmt und sollte zu allem Ja sagen. So ging es immer wieder von vorn los und immer wieder. Ich war so kopfschwach gewesen, dass ich gesagt habe, schreiben Sie alles auf, mir ist alles ganz gleich. Hat der Gendarm Ihnen einmal gesagt, Sie würden nachher verprügelt oder was? Nein, wir sind von der SA geschlagen worden. Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht richtig sein. Ich habe solche Angst gehabt, dass ich nun das Protokoll unterschrieben habe und doch zu dem Gericht nicht anders aussagen könnte. Ja, warum nicht? Sie sehen doch gar nicht so ängstlich aus. Nein. Das müssen Sie mir doch erklären. Warum haben Sie vor dem Amtsrichter Angst gehabt und warum haben Sie jetzt hier vor dem Gericht keine Angst? Herr, ich habe keine falsche Aussage gemacht. Ich habe alles bestritten. Und nachher, als mir das alles so übergeworden ist und ich solche Kopfschmerzen bekommen habe, habe ich gesagt, mir ist alles gleich, schreiben Sie, ich unterschreibe alles. Sind Sie krank? Nein, es sind mehrere Stunden vergangen. Na, so schlimm wird das nicht sein. Sie sehen auch ganz kräftig aus im Übrigen. Wir sollten geschlagen werden. Nach allen diesen ausdrücklichen und sehr charakteristischen Erklärungen... Dass das charakteristische Aussagen sind, möchte ich bestreiten. Das weise ich zurück. Nach der Meldung vom Reichstagsbrand. Was hat die Ortsgruppe Zirkendorf unternommen? Hat dieser Brand das Signal gegeben, das Signal zum bewaffneten Aufstand? Hat sie zum Beispiel versucht, Polizeikasernen zu überfallen? Es dürfte nicht sehr wesentlich gewesen sein, ob die Ortsgruppe Zirkendorf das als Signal angesehen hat. Wie viel waren Sie denn in Ihrer Ortsgruppe? 7 Mann. Der Zeuge ist von der Anklagevertretung als belastender Zeuge geladen zum Beweis, dass der Aufstand bis in die kleinste Einheit hinein vorbereitet war. Nein, wir waren ja gar nicht darauf vorbereitet. Wir waren ja platt am Montagabend, dass so etwas passierte. Oberreichsanwalt Dr. Werner. Ist dem Zeugen etwas bekannt von der Parole »Schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft«? Die war ja damals ganz besonders en vogue. Ja. Und wie haben Sie diese Parole ausgelegt? Wir haben darüber diskutiert in unserer Zelle und haben gesagt, dass diese Parole sehr unglücklich gehalten ist. Wir haben darüber diskutiert, dass der Herausgeber dieser Parole wohl meinte, die Bearbeitung der Nationalsozialisten. Wir haben darunter nicht verstanden, dass... wenn wir auf die Straße gehen, einen Nationalsozialisten ins Gesicht schlagen sollten. Das können uns sogar die Nationalsozialisten nachweisen, dass wir in sehr guter Form mit ihnen ausgekommen sind. Ich möchte zum Beispiel, Herr Präsident, die Anklage kaputtschlagen. Das bedeutet nicht, dass ich etwa den Herrn Oberreichsanwalt totschlagen würde. Gelächter im Publikum. Ich muss doch darum bitten, dass nicht gelacht wird, unter keinen Umständen. Sie haben unter Schlagt verstanden bearbeiten. Können Sie noch folgen, Zeuge? Ich kann nicht mehr folgen. Ich frage Sie ganz ruhig, da werden Sie folgen können. Ich kann überhaupt nicht mehr folgen. Also setzen Sie sich hin. Ich habe bloß Hunger. Themenwechsel. Herr Präsident, ich möchte noch eine Frage stellen. Der Angeklagte von der Lubbe hat hier vor Gericht vielleicht schon 100-mal erklärt, dass er diese Tat allein ausgeführt hat. Dass er keine Komplizen, keine Mittäter gehabt hat und so weiter. 100-mal? Aber jetzt irren Sie sich doch. Ich tue es doch zum ersten Mal. Der Herr Präsident hat meiner Meinung nach mit Recht betont, dass es unglaubhaft, unmöglich ist, dass nur eine Person diese komplizierte Brandlegung im Reichstag gemacht hat. Er ist nicht kompliziert, der Brand. Er ist ganz einfach zu erklären. Aber das, was darum herum geschieht, ist etwas anderes.
Der Brand selbst ist sehr einfach. Der ist nicht kompliziert. Was meint er denn mit darum herum? Das ist dann die Schuldfrage, die man stellen will. Die Schuldfrage ist das, was drumherum liegt. Ja, van der Lubbe, warum haben Sie denn den Reichstag angesteckt? Dann sagen Sie es doch einmal. Jetzt will man das in einigen Minuten erklären. Aber ich kann doch mit dieser Hauptverhandlung nicht einverstanden sein. Nun will man das in einigen Minuten alles sagen. Frau Reichsanwalt Dr. Werner. Sie haben aber früher wiederholt gesagt, es sei Ihre Absicht gewesen, durch die Brandstiftung die Arbeiter aufzurütteln. Nein, das habe ich nicht. Was haben Sie denn sonst bezweckt? Nicht so scharf habe ich das gesagt. Das mag sein, aber immerhin dem Inhalt nach. Ja. Dem Sinne nach ist es richtig. Dem Sinne nach ist es nicht ganz richtig. Ich kann bloß zugeben, dass ich den Brand angelegt habe. Aber mit der Entwicklung des Prozesses kann ich nicht einverstanden sein. Ich verlange jetzt von dem Senat, dass ich eine Strafe bekomme. Was hier geschieht, ist ein Verrat an den Menschen, an der Polizei, an der kommunistischen und der nationalsozialistischen Partei. Aber der Kampf im Gefängnis ist ein verräterischer Kampf. Den kann ich nicht weiterführen. Ich meine damit auch die Stimmung meines früheren Lebens. Die hat man hier vollkommen in den Händen. Im Prozess und auch in den Händen der Beamten. Damit kann ich mich nicht einverstanden erklären. Hat van der Lubbe die Anklageschrift in holländischer Übersetzung gehabt oder nur den deutschen Text wie alle anderen Angeklagten? Als ich festgenommen wurde, hatte ich klar eine Vorstellung davon. Im Gefängnis war aber etwas mit den Stimmungen und den Stimmen von den Leuten. Nachher konnte ich es nicht mehr selbstständig lesen, weil da die Wächter waren. Also hat er die Anklageschrift nicht verstanden. Das hat er ja nicht gesagt. Haben Sie aus der Anklageschrift gesehen, dass da so etwas drinsteht, dass dieser Brand ein Signal oder ein Zeichen sein sollte für einen Aufstand? Nein, das habe ich nicht verstanden. Das übersteigt die Kräfte des Menschen. Ich habe gesagt, dass daraus etwas fortfließen könnte. Ein Signal. Ich habe gesagt, dass daraus etwas entspringen könnte. Ein Signal für die Arbeiter. Aber ich habe nicht gesagt, was das sein könnte. Ich habe nicht sagen können, was das sein könnte. Ich frage nur, ich bitte den Herrn Präsidenten van der Lubbe zu fragen, ob seine heutige Aussage für ihn maßgebend ist oder das, was in den Protokollen steht. Was soll gelten? Im Allgemeinen ist das heutige auch so. Aber es ist nicht gänzlich. Es ist noch nicht ganz. Aber jedenfalls im heutigen ist es so. Ich glaube nicht, dass die Richter dazu da sind, auf diese Weise in der Hauptverhandlung symbolisch fortzufahren. Ich glaube, dass ich nicht damit einverstanden bin, mich gemäß den Werturteilen bestimmen zu lassen, was meine Sache ist. Vierte Szene. Die Methoden des Gerichts und der Teufelskreis der Zeugen. Der Senat hatte folgenden Beschluss gefasst. Die internationalen Prozessbeobachter, Rechtsanwälte wie Jahr Paris, Grigorow und Detschew Sofia und Gallagher Philadelphia USA, sowie die Sekretärin Stahloff Paris, werden des Saales verwiesen. Nach den Zeugen Karwane und Frey, Reichstagsabgeordneten der NSDAP, die Verbindungen zwischen Ernst Zaugler, van der Lubbe und den drei Bulgaren bezeugen sollten, erscheint der Zeuge Hornemann. Herr Präsident, wann hat mich der Zeuge Hornemann im Reichstag zu sehen geglaubt? Wann? Am 27. Februar, am Tage des Brandes?
Es kann so nachmittags gewesen sein. Nachmittags um 3:45 herum, nach 3 Uhr. Nach 3 Uhr. Nach 3 Uhr, es mag 3:45 gewesen sein. Am Tage des Brandes selbst, am 27. Februar? Jawohl, am 27. Februar. Haben Sie mein Bild in den Zeitungen nach der Brandstiftung gesehen? Das habe ich auch gesehen. Ich habe gleich das innere Gefühl gehabt, das könnte wohl der sein. Aber nur so weit, dass Sie sagen, es könnte wohl der sein. Ich habe ihn nur flüchtig gesehen. Als ich das Bild gesehen habe, da fühlte ich gleich innerlich den Gedanken, dass dieser Mann im Reichstag war. Haben Sie das auch dem Herrn Untersuchungsrichter mitgeteilt? Das habe ich nicht gesagt. Warum, Dimitrov, mäßigen Sie sich? Sie haben nicht das Recht, in diesem Tone Vorhaltungen zu machen. Also warum haben Sie das nicht mitgeteilt? Weil ich immer noch nicht so ganz sicher war darin. Aber jetzt sehe ich den Herrn besser, natürlicher, als er damals durchgekommen ist. Jetzt sehe ich ihn richtig. Mit dem Bild, das täuscht auch manchmal, wenn man das so ansieht. Man muss das Natürliche sehen. Halt mal, wo liegt die Sache? Können Sie sich auch irren? Ich könnte mich auch irren, gewiss. Damit ist also nicht festgestellt oder festgestellt, dass der Zeuge Sie nicht genau erkannt hat? Er hat mich jetzt genau erkannt. Darf ich wissen, welcher Partei Sie angehören? Rechtsstehend. Rechts, das genügt. Das ist keine Partei. Eine weitere Frage. Darf ich wissen, wer hat ihn geschickt? Wer hat ihn beeinflusst, so zu sprechen? Niemand. Ich weise das zurück. Das ist eine Beleidigung des Zeugen. Ich gratuliere meinen Ankläger. Zeugenwechsel, Zeuge Kreuer. Ich stelle noch eine Frage. Sie haben meine anderen Fragen abgelehnt. Gewiss, wenn Sie nicht hierher gehören, werden Sie alle abgelehnt. Und wenn Sie 100 stellen. Weiß der Zeuge Kreuer, dass nationalsozialistische Funktionäre, die jetzt in Deutschland leben, in Deutschland illegal für die nationalsozialistische Bewegung gearbeitet haben? Wollen Sie mir einmal sagen, in welcher Verbindung das mit der Frage steht, wer das Reichstagsgebäude in Brand gesetzt hat? Das steht, Herr Präsident, in Verbindung mit der Behauptung in der Anklageschrift gegen den Angeklagten Dimitrov, dass er als bulgarischer Kommunist in Deutschland illegal für Bulgarien gearbeitet hat. Zeuge Kreuer, darf ich vielleicht jetzt doch eine Erklärung geben? Ich meine, es ist wohl ein Unterschied, Angeklagter Dimitrov, ob man als Deutscher in einem deutschen Land für eine deutsche Sache kämpft oder ob man als Ausländer das Recht des Deutschen, und das ist bei mir größer als bei Ihnen, damit meine ich alle Deutschen, die in Mitteleuropa leben, dieses Gastrecht missbraucht. Das ist der Unterschied zwischen Ihrer und meiner Auffassung. Wenn ich hier in Deutschland sitze und Österreicher bin, so bin ich doch Deutscher. Herr Zeuge, dass ein großer Unterschied zwischen meinem Kommunismus und Ihrem Nationalsozialismus besteht, das weiß ich ganz gut. Ein Unterschied wie Erde und Himmel. Aber ich frage, ob falsche Pässe gebraucht worden sind, falsche Adressen, ob falsche illegale Tätigkeit betrieben worden ist. Das frage ich. Und ich glaube, dass das eine Bedeutung für meine Ankläger hat, besonders für Herrn Dr. Parisius. Ich bitte doch, dem Angeklagten Dimitrov zu untersagen, andauernd meinen Namen zu nennen. Wollte ich neulich schon tun und hole das nur nach. Angeklagter Dimitrov, Sie haben hier nicht die Beamten mit Namen zu nennen. Wenn Sie nicht wissen, dass das in Deutschland nicht üblich ist, sondern bei dieser Gelegenheit der Amtscharakter zu bezeichnen ist, dann belehre ich Sie darüber und untersage Ihnen das. Danke. Ich werde Sie dann weiter meine Ankläger nennen ohne Namen. Aber das ändert nichts an der Sache. Ich habe in Deutschland illegal als Kommunist für die bulgarische kommunistische Partei gearbeitet, wie hunderte Nationalsozialisten illegal in Deutschland für die österreichische nationalsozialistische Partei arbeiten, mit falschem Pass, mit falscher Adresse und falschem Namen. Zeugenwechsel. Der Zeuge Weberstedt hat ausgesagt, dass er als Presseleiter der nationalsozialistischen Reichstagsfraktion am 27. Februar mit Dr. Dröscher zusammen war. Dr. Dröscher hat bei ihm im Büro im Reichstag gearbeitet. Ich frage, ist das richtig oder nicht? Stimmt. Der Zeuge ist nach seinen eigenen Angaben sehr intim mit Dr. Dröscher gewesen und hat mit ihm zusammen in einem Zimmer gearbeitet. Beide sind nationalsozialistische Journalisten. Ich frage den Zeugen, hat Dr. Dröscher über seine Wahrnehmung mit Ihnen gesprochen? Über welche Wahrnehmung? Über den angeblichen Tanev und den angeblichen Van der Lubbe. Jawohl. Ganz eingehend haben wir darüber gesprochen, nachdem ich mir klar war. Die beiden Zeugen Weberstedt und Dr. Dröscher haben sich also ganz gut über diese Fragen unterhalten. Dass Weberstedt Tanev und Dr. Dröscher Dimitrov im Reichstag gesehen haben. Was soll das heißen? Erlauben Sie mir zu sagen, ich bin hier Angeklagter, aber auch Zeuge. Nämlich Zeuge eines solchen Bildes, wo die Zeugen mit verteilten Rollen kommen zu behaupten, dass den angeblichen Tanev Weberstedt
und den angeblichen Dimitrov Dr. Droscher am Reichstag gesehen haben. Also, Sie verstehen das, was er will? Er meint, Sie hätten sich verabredet. Der eine soll diesen gesehen haben, der andere jenen. Der eine soll Dimitrov gesehen haben, der andere soll Tanev gesehen haben. Haben Sie eine solche Abrede getroffen? Nein, niemals. Zeugenwechsel. Der Zeuge Droscher ist am 28. März, also einen Monat nach dem Brand, zusammen mit Herrn Major Weberstedt in den Reichstag gekommen. Jawohl, ich wurde wegen einer anderen Sache zu Herrn Untersuchungsrichter Vogt gerufen und auf dem Wege vor den Zimmern des Untersuchungsrichters sah ich Dimitrov sitzen. Sie haben einen Mann gesehen, an den Sie sich zu erinnern glaubten. Wie war das einen Monat später möglich, obwohl Sie den Mann am 27. Februar nur flüchtig gesehen haben? Das kann ich Ihnen ganz einfach sagen. Das war nämlich spontan und deshalb unzweifelhaft. Der Mann stand mit Torgler zusammen im Obergeschoss des Reichstages, vor Torglers Zimmer an die Holzbrüstung gelehnt. Ich untersage Ihnen zum letzten Mal diese Kommentare. Diese Tatsache war mir deswegen besonders in Erinnerung, weil ich bei diesem Anblick im Innern zu mir selbst in etwa gesagt hatte, was für ein ostisches Subjekt hat sich denn Torgler nun wieder gelangt? Ganz spontan? Das haben Sie doch eben gehört. Der Zeuge ist Mitarbeiter von Major Weberstedt. Zusammen sind sie gekommen. Der eine Zeuge belastet Tanev, der andere Dimitrov. So ist die Geschichte. Also er hält Ihnen vor... Ich habe schon verstanden. Das ist gänzlich ausgeschlossen. Denn ich habe mit niemandem eine Silbe darüber gesprochen, bevor mir dieser Wiedererkennungsgedanke gekommen ist. Zeugin Hartmann? Sie haben gesagt... Ich habe ein inneres Gefühl, dass es van der Lubbe gewesen ist. Wie ist das zu verstehen? Gegen Herzensgefühle kann man nichts machen, das weiß ich schon. Aber wie ist das zu verstehen? Ich habe ein inneres Gefühl, dass es van der Lubbe war. Haben Sie überhaupt gesagt, Sie hätten ein inneres Gefühl gehabt? Das habe ich wohl jetzt gesagt. Deswegen, Herr Präsident, glaube ich, dass die Frage angebracht ist, was für eine politische Orientierung die Dame hat. Nein, wird abgelehnt. Es liegt kein ausreichender Anlass vor, obwohl gar nichts zu verschweigen ist. Sind Sie Nationalsozialistin oder nicht? Themenwechsel. Mein Antrag, Kriminalkommissar Heisig zu vernehmen, ist zu meinem Erstaunen auch von Herrn Oberreichsanwalt unterstützt worden. Zu Ihrem Erstaunen? Sie sollen alle diese überflüssigen Floskeln, die fast jedes Mal eine grobe Ungehörigkeit darstellen, weglassen. Ich sage Ihnen das jetzt zum letzten Mal. Also ich wiederhole meinen Antrag, Kriminalkommissar Heisig zu befragen, wie er dazu gekommen ist, diesem unglücklichen Zeugen Grote, diesem Psychopathen, wie man nun weiß, trotzdem zu glauben, obwohl er solche lügenhaften, fantastischen Sachen erzählt hat. Das ist wieder eine grobe Ungehörigkeit, wird abgelehnt, schon deswegen. Außerdem verbiete ich Ihnen, sofort zu fahren. Präsident, erlauben Sie mir, Sie sind nervös heute. Ich weiß nicht. Nein, ich bin nicht nervös. Ich bin überhaupt nie nervös. Das erkläre ich Ihnen. Aber ich kann Sie unmöglich weitersprechen lassen. Ich nenne die Dinge beim rechten Namen. Ich habe aber darüber zu entscheiden. Es ist ohne Zweifel für die Anklage ein Pech, dass eine Reihe der wichtigsten Zeugen Psychopathen, Morphinisten und Diebe sind. Diesen Ausdruck Pech weise ich zurück und entziehe Ihnen hiermit das Wort. Es wird aufgerufen, der Zeuge Lebermann. Ich möchte wissen, weil das für von Bedeutung für den Prozess ist, wer hat den Zeugen Lebermann geladen? Die Reichsanwaltschaft? Dieser Zeuge hat in der Strafhaft am 13. Oktober an die Gefängnisverwaltung eine Eingabe gerichtet. Und daraufhin ist er von der Staatsanwaltschaft vernommen worden. Er hat also am 13. Oktober Anzeige gemacht, das steht fest, nachdem er die Zeitung über den Reichstagsbrandprozess gelesen hat. Das hat er auch gesagt. Er ist in Haft, er ist kein freier Mann, er ist in die dritte Stufe gekommen. Das heißt, er kann Hoffnung haben, auf Bewährung entlassen zu werden, bei guter Führung, also aufgrund dieser Lügen hier. Ich frage, wer hat ihn beeinflusst, diese schändlichen und schimpflichen... Ruhe! Sie sollen sich nicht auf das Gebiet von Beleidigungen von Zeugen begeben. Hat Sie jemand beeinflusst? Herr Präsident, hat mich keiner beeinflusst. Meine Herren Richter, ich möchte nur bemerken, dass der Kreis der Zeugen der Anklagevertretung gegen uns kommunistische Angeklagte heute mit diesem Zeugen geschlossen ist. Angefangen mit Reichstagsabgeordneten der Nationalsozialistischen Partei, weiter mit nationalsozialistischen Journalisten und beendet mit einem verurteilten Dieb. Oberreichsanwalt Dr. Werner. Ist das eine Frage? Ich möchte meine Herren Ankläger nur beglückwünschen zu solchen Zeugen.
Fünfte Szene. Ministerpräsident Thüring erscheint. Fünfte Szene. Ministerpräsident Thüring erscheint. Ich frage, Herr Ministerpräsident, hat am 27. Februar Graf Helldorff mit Herrn Göring über den Befehl, alle kommunistischen und sozialdemokratischen Führer im Zusammenhang mit der Reichstagsbrandstiftung zu verhaften, gesprochen oder nicht? Die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Als Graf Helldorff von dem Brande hörte, war ihm ebenso wie jedem von uns klar, dass die kommunistische Partei das gewesen sein musste. Ich habe ihn dann selbstverständlich hier in mein Zimmer geholt und habe ihm gesagt, dass ich ihn jetzt bitten müsse, seine SA ebenfalls zur Verfügung zu stellen. Es müssten jetzt alle verhaftet werden, worauf er mir gleich gesagt hat, das habe er schon zum Teil angeordnet. Ich habe damals also diese Anordnung befehlsmäßig übernommen und ihm als Befehl und als Anordnung der Staatsautorität noch einmal bekräftigt und nahm damit die Deckung auf. Denn sonst hätte ich ja sagen können, hören Sie mal, Graf Helldorff, das wünsche ich nicht, bitte schön, das mache ich mit anderen Kräften. Herr Ministerpräsident, es ist kein Zweifel, dass Graf Helldorff derselben Meinung wie Herr Göring über die Reichstagsbrandstiftung war. Jawohl. Gut. Wusste der Herr Ministerpräsident, dass die Reichstagsabgeordneten der Nationalsozialistischen Partei, die Herren Karwane und Frey, die Mitteilung machen sollten oder wollten, dass sie beide am Tage vorher den Vorsitzenden der kommunistischen Reichstagsfraktion Ernst Torkler mit van der Luppe gesehen haben? Ich habe es erfahren, als Sie die Mitteilung gemacht hatten. Es wurde mir selbstverständlich vorgelegt, weil es eine der entscheidendsten und wichtigsten Zeugenaussagen war. Kann man wissen, wann das war? Es war am Tage nach der Brandnacht, also am anderen, folgenden Tage. Am Morgen oder in der Nacht? Gott, das weiß ich nicht. Es mag vormittags oder nachmittags gewesen sein. Vormittags oder nachmittags? Ich kann nicht riechen und nicht sehen, wann diese Leute hineingegangen sind. Für mich ist maßgebend, wann zum ersten Mal diese Mitteilung mir gemacht worden ist. Dazu kann ich noch einmal erklären, das weiß ich nicht. Ich habe in den letzten 8 Monaten noch mehr zu tun gehabt, als mich darum zu kümmern. Aber es kann jederzeit festgestellt werden. Am 28. Februar stand in der Zeitung morgens eine Erklärung von Herrn Ministerpräsidenten Göring über die Reichstagsbrandstiftung. Dort stand, dass der verhaftete holländische Kommunist van der Lubbe bei seiner Verhaftung außer seinem Pass auch ein Parteimitgliedsbuch bei sich getragen hat. Ich frage, woher wusste das der Herr Ministerpräsident Göring? Ich habe mich bisher um den Prozess, ja muss ich sagen, nicht sehr bekümmert. Das heißt, ich habe die Berichte nicht alle durchgelesen. Ich habe nur manchmal gesehen, dass Sie so ein ganz besonders schlauer Mann sind. Und deshalb hätte ich angenommen, dass die Frage für Sie schon längst geklärt ist. Ich habe vorhin schon gesagt, ich laufe nicht herum und ziehe den Leuten nun selber das aus der Tasche, was sie drin haben. Ich habe, falls Ihnen das nicht bekannt sein sollte, eine Polizei. Und falls Ihnen das nicht bekannt sein sollte, die Polizei untersucht alle Schwerverbrecher. Und falls Ihnen das nicht bekannt sein sollte, macht sie mir dann auch Mitteilung, was sie gefunden hat. Das ist doch eine ganz klare Angelegenheit. Ja, ganz genau. Ich habe Herrn Ministerpräsidenten vorzuhalten, dass 3 Polizeibeamte, die damals van der Lubbe verhaftet und vernommen haben, hier übereinstimmend ausgesagt haben, dass kein Parteimitgliedsbuch bei ihm gefunden worden ist. Weshalb diese Behauptung trotzdem in die Erklärung von Herrn Göring gekommen ist, das möchte ich wissen. Das kann ich Ihnen ganz genau sagen. Bitte. Diese Mitteilung wurde mir amtlich vorgelegt. Ich habe die Erklärung an die Presse schon am nächsten Vormittag abgegeben. Da war selbstverständlich die abschließende Untersuchung noch nicht ganz fertig. Wo sich da der Beamte getäuscht hat, das heißt, wo er eine Mitteilung noch nicht nachgeprüft hatte, das entzieht sich meiner Kenntnis, ist natürlich auch belanglos. Weil es hier im Prozess doch festgestellt zu sein scheint, dass er kein Buch gehabt hat. Als Ministerpräsident und Innenminister von Preußen sind Sie selbstverständlich für die Kriminalpolizei nach der Reichstagsbrandstiftung verantwortlich. Jawohl. Ich frage, was hat Ihre Polizei, Herr Minister Göring, gemacht zur Untersuchung der Wege von van der Lubbe von Berlin nach Hennigsdorf und zur Auffindung der Komplizen? Jetzt ist die Frage lang genug gestellt. Klar genug gestellt. Ich habe mich selbstverständlich als Minister nicht wie ein Detektiv auf die Spuren zu begeben. Ich habe lediglich den Befehl gegeben, diese Untersuchung mit größter Geschwindigkeit, mit größter Genauigkeit vorzunehmen. Und immer wieder darauf hingewiesen allerdings, dass der van der Lubbe Komplizen gehabt haben muss, das ist für mich auch klar. Für mich auch. Und dass diese Sträucher recht bald festzusetzen sind. Das allerdings habe ich befohlen. Nachdem Sie als Ministerpräsident und Innenminister diese Erklärung für Deutschland und die ganze Welt abgegeben haben, dass die Kommunisten die Reichsbahn... Jawohl! Dass die kommunistische Partei... Jawohl! ...mit van der Lubbe als ausländischen Kommunisten das gemacht hat, ist es dann nicht richtig, dass diese Einstellung der richterlichen Untersuchung eine bestimmte Richtung gegeben hat?
und dadurch die Möglichkeit, die richtigen Reichstagsbrandstifter zu finden, blockiert war. Ich verstehe schon, was Sie sagen wollen. Ich selbst bin aber nicht Kriminalbeamter. Ich selbst bin verantwortlicher Minister. Und als solcher war es nicht so wichtig für mich, den einzelnen kleinen Strolch festzustellen, sondern die Partei, die Weltanschauung, die dafür verantwortlich war. Die Kriminalpolizei wird allen Spuren nachgehen, beruhigen Sie sich. Aber ich habe festzustellen, handelt es sich hier um ein bürgerliches Verbrechen oder ist es ein politisches Verbrechen? Es war ein politisches Verbrechen. Und im selben Augenblick war es für mich klar, und es ist heute ebenso klar, dass Ihre Partei die Verbrecher gewesen sind. Angeklagter Dimitrov, ich habe wiederholt bemerkt, dass Sie gelächelt haben. Ich sage Ihnen, dass ich dieses Ihr Verhalten, wenn sich das wiederholt, auffassen werde als eine Unehrerbietigkeit gegen das Gericht und als eine Provokation. Merken Sie sich das? Für mich, Herr Präsident, ist das in der Tat lächerlich. Angeklagter Dimitrov, diese Ihre letzte Behauptung war eine neue, unerhörte Bemerkung. Ich will jetzt nichts weiter hören. Ich habe Sie verwarnt und Sie werden sich danach zu richten haben. Herr Dimitrov, Ihnen wird das Lachen noch vergehen. Lassen Sie sich das gesagt sein. Und das gerne auch noch zugegeben. Wenn die Untersuchung sich durch meine Erklärung hat beeinflussen lassen, so hat sie nur in der richtigen Richtung gesucht. Was ist Ihre Meinung? Meine Meinung ist eine ganz andere. Aber meine ist die entscheidende. Ich bin Angeklagter, selbstverständlich. Sie haben lediglich Fragen zu stellen. Ich gehe weiter, Herr Präsident. Ist Herrn Ministerpräsident Göring bekannt, dass die Partei mit dieser verbrecherischen Weltanschauung, wie er sagt, den sechsten Teil der Erde regiert? Das ist die Sowjetunion. Leider. Diese Sowjetunion ist in diplomatischen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Deutschland. Ist das bekannt? Es ist mir bekannt. Gut. Im Übrigen aber eines. Hier handelt es sich um eine ausländische Macht. Was Russland macht, ist mir gleichgültig. Ich habe nur mit der Kommunistischen Partei in Deutschland zu tun. Und mit ausländischen kommunistischen Gaunern, die herkommen, um den Reichstag anzustecken. Bravo ist im Zuschauerraum. Gegen die Kommunistische Partei in Deutschland einen Kampf zu führen, ist Ihr Recht. Und wenn Sie konsequent wären, würden Sie die ganze Kommunistische Partei mit ihren 6 Millionen Anhängern, die am 5. und 6. März kommunistisch gewählt haben, vor das Reichsgericht ziehen. Mein Recht aber ist es, in Deutschland illegal zu leben und Ihre Regierung zu bekämpfen. Und wie wir sie bekämpfen, das ist nicht eine Sache der Kräfteverhältnisse, ist eine Sache der Ich untersage Ihnen, hier eine kommunistische Propaganda zu treiben. Er macht nationalsozialistische Propaganda hier. Ich untersage Ihnen das aufs Nachdrücklichste. Herr Präsident, im Zusammenhang mit meiner letzten Frage steht jedenfalls die Frage zur Klärung Partei und Weltanschauung. Diese Weltanschauung, diese bolschewistische Weltanschauung regiert die Sowjetunion, das größte und das beste Land in der Welt. Ist das bekannt? Hören Sie mal, ich will Ihnen jetzt was sagen, was dem deutschen Volke bekannt ist. Bekannt ist dem deutschen Volke, dass Sie sich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volke noch solche Frechheiten sich erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, mich von Ihnen anklagen zu lassen. Sie sind Zeuge. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. Sehr gut. Dimitrov, ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie keine kommunistische Propaganda zu treiben haben. Das haben Sie jetzt zum zweiten Mal getan und können sich da nicht wundern, wenn der Herr Zeuge derartig aufbraust wie eben. Ich bin sehr zufrieden mit der Erklärung des Herrn Göring. Ob Sie zufrieden sind oder nicht, das ist mir völlig gleichgültig. Sehr zufrieden. Ich entziehe mich. Ich stelle Fragen. Setzen Sie sich hin. Haben Sie Angst vor meinen Fragen, Herr Ministerpräsident? Sie werden Angst haben, wenn ich Sie erwische, wenn Sie aus dem Gericht raus sind, Sie Gauner, Sie. Dimitrov wird ausgeschlossen, sofort hinaus mit ihm. Sechste Szene, die Schlussrede. Sie haben jetzt das letzte Wort und können an sich ausführen, was Sie wollen, aber nur etwas selbstverständlich, was Gegenstand der Verhandlung gewesen ist, nicht wahr? Meine Herren Richter, meine Herren Ankläger, meine Herren Verteidiger, ich will weder den Honig noch das Gift einer fremden Verteidigung haben. Maßgebend für meine Verteidigung ist das, was ich bis jetzt vor dem Reichsgericht selbst gesagt habe und das, was ich jetzt sagen werde. Mir tut es sehr leid, aber ich muss das sagen. Damit möchte ich meinen Parteigenossen Torkler nicht kränken. Denn er ist ziemlich viel durch seinen Verteidiger moralisch gekränkt worden heute, dass ich es vorziehe, unschuldig vor dem Reichsgericht als Reichstagsbrandstifter zum Tode verurteilt zu werden, als eine Verteidigung wie von Herrn Dr. Sack. So, jetzt gehen Sie darauf nicht weiter ein. Es ist nicht Ihre Sache, das zu kritisieren. Meine Sprache, Herr Präsident, meine Herren Richter, ist, ich gebe das zu, eine ziemlich scharfe Sprache.
Ja, mein Leben und mein Kampf sind auch sehr hart gewesen. Diese Sprache ist aber eine offene und aufrichtige Sprache. Ich verteidige meine Person als angeklagter Kommunist. Ich verteidige meine eigene politische und revolutionäre Ehre. Ich verteidige meine Idee. Ich verteidige den Sinn und Inhalt meines Lebens. Deshalb war jeder Satz, den ich vor dem Reichsgericht hier gesprochen habe, Blut von meinem Blut, Fleisch von meinem Fleisch. Ich bin, meine Herren Richter, während dieser 3 Monate Hauptverhandlung durch die deutsche Presse oft beschimpft worden. Ich werde, Herr Präsident, darauf verzichten, mich in dieser Beziehung zu verteidigen. Beschimpft zu werden als politischer Mann, das ist selbstverständlich. Aber was ich nicht mit Schweigen vorübergehen lasse, ist die Tatsache, dass durch meine Person als bulgarischer Angeklagter gewisse Zeitungen mein eigenes Volk angegriffen haben. Ich wurde als rabiater Bulgare, als barbarischer Bulgare, als dunkler Balkanmann bezeichnet. Ein Volk wie das Bulgarische, das 500 Jahre hindurch fremdes Joch durchgemacht hat und durch diese 500 Jahre seine Nationalität und seine Sprache nicht verloren hat, das fortwährend für seine Befreiung gekämpft hat, ein Volk, dessen Arbeiterklasse und Bauernschaft und Volksintelligenz entschlossen gegen diesen bulgarischen Faschismus und für den bulgarischen Kommunismus kämpft, trotz unzähliger Opfer, ein solches Volk ist nicht barbarisch, ist nicht rabiat. Rabiat ist der bulgarische Faschismus, barbarisch ist der bulgarische Faschismus. Aber ich frage, meine Herren Richter, welcher Faschismus in welchem Lande nicht rabiat, nicht barbarisch ist. Ich nehme an, dass Sie hier nicht auf die Verhältnisse in Deutschland anspielen. Das dürfen Sie nicht machen. Natürlich nicht, Herr Präsident. Aber nein, ich möchte nur noch hinzufügen, dass im Jahre 1515, als im damaligen Deutschland Kaiser Karl V. regierte, dieser zu sagen pflegte, dass er nur mit seinen Pferden Deutsch spreche. Dass in dieser dunklen Zeit in Bulgarien die 2 Apostel Kyrill und Methodius die bulgarische Schrift geschaffen und verbreitet hatten. Sie möchten nun aber auch zur Verteidigung gegen die Anklageschrift kommen, nicht wahr? Ja. Meine Herren Richter, ich habe die Anklageschrift hier, in der über die subjektiven Beweggründe zur Tat gesagt wird. Im Übrigen hat auch der Angeschuldigte Dimitrov, sicherlich der intelligenteste und gefährlichste der 3 Bulgaren, kein Hehl daraus gemacht, dass er als Kommunist einen Volksaufstand gegen den Kapitalismus billige. Ach, Dimitrov, wir kennen doch die Anklageschrift von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Nur charakteristische Sachen. Dass dieser Angeschuldigte sich mit der Frage einer gewaltsamen Erhebung in Deutschland auch theoretisch befasst hat, beweist im Übrigen eindeutig die bei ihm gefundene Broschüre »Der bewaffnete Aufstand«. Erlauben Sie mir, Herr Präsident und meine Herren Richter, zu sagen, die so begründete Anklage war eine Fehlgeburt, war nicht ernst genug genommen. Den Ausdruck Fehlgeburt weise ich zurück, und zwar mit aller Entschiedenheit. Ein anderes Wort, aber kein ungehöriges. Nun will ich Ihnen, Dimitrov, mal was sagen. Ich glaube, Sie verkennen, dass wir uns mit der Hauptverhandlung zu befassen haben. Die Anklage ist eigentlich jetzt überholt. Wir haben die Hauptverhandlung zu würdigen, nicht den Inhalt der Anklageschrift. Nun ist es aber gut. Ich möchte nur die Methoden charakterisieren, die zu dieser Anklageschrift geführt haben. Meine Herren Richter, der Oberreichsanwalt hat in seinen Ausführungen ausdrücklich Folgendes gesagt. Die Anklage steht deshalb ja auch auf dem Standpunkt, dass dieser verbrecherische Anschlag, das Fanal, das Signal für die Feinde des Staates sein sollte, die nunmehr ihren Generalangriff gegen das Deutsche Reich eröffnen wollten, um das Deutsche Reich zu zertrümmern und an dessen Stelle die Diktatur des Proletariats, einen Sowjetstaat von Gnaden der Dritten Internationale zu setzen. Es ist nicht das erste Mal, meine Herren Richter, dass derartige Taten auf die Rechnung der Kommunisten geschoben worden sind, sich nachträglich aber etwas ganz anderes herausgestellt hat. Ich möchte erinnern an das Attentat auf unsere bulgarische Kathedrale, das auf die kommunistische Partei geschoben wurde. 2000 der besten Leute der Arbeiterbewegung und der Intelligenz in Bulgarien sind damals vernichtet worden. Ohne Gericht, ohne Urteil. Wir haben in Bulgarien eine Reihe von Fällen, in denen die Polizeipräsidenten von Sofia Bombenattentate selbst organisiert haben gegen die Demonstrationen der streikenden Arbeiter. Halt, das ist schon wieder nicht historisch, was Sie da eben sagen, sondern würde des Beweises bedürfen. Ja, Herr Präsident.
Kriminalkommissar Heller hat hier über die kommunistische Brandstiftpropaganda gesprochen. Ich habe in meinen Händen einen Ausschnitt vom Völkischen Beobachter vom 12. Oktober. Nein, das tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Es können nur Artikel zugelassen werden, die Gegenstand der Verhandlung gewesen waren. Tatsache ist, dass eine Reihe von Brandstiftungen... Lassen Sie jetzt die Brandstiftungen. Sie kommen immer wieder durch eine andere Tür rein, das mache ich nicht mit. Also kommen Sie jetzt zu Ihrem nächsten Punkt. Nein, da ist gar nicht mit den Achseln zu zucken. Sie müssen sich genau überlegen, ob das Gegenstand der Verhandlung war oder nicht. Ich werde mich bemühen. Aber ich möchte die Methoden charakterisieren, die zu dieser Anklageschrift geführt haben. Der Ministerpräsident Göring hat vor dem Gericht gesagt, die Kommunisten haben jahrelang die Revolution propagiert, den Kampf um die Macht. Und in dem Moment, in dem die Nationalsozialisten an die Macht gekommen sind, ist ihnen nichts übrig geblieben, als etwas um jeden Preis zu unternehmen, jetzt oder nie. Der Herr Oberreichsanwalt hat in seinem Vortrag versucht, diese These ein bisschen, erlauben Sie mir diese Bemerkung, klüger und ausführlicher zu formulieren. Das war eigentlich ein schon nicht mehr zulässiges Urteil. Weiter. Aber das ist die politische Begründung, die seitens des Herrn Ministerpräsidenten Göring als höchstem Ankläger gegen uns hier und seitens des Herrn Oberreichsanwalts als unserem unmittelbaren Ankläger gegeben worden ist. Meine Herren Richter, wenn man den Feind bekämpfen, richtig bekämpfen will, sollte man diesen Feind besser kennen. Und ich behaupte, diese These entspricht nicht nur nicht den Tatsachen, sondern diese These ist Ausdruck davon, dass man die Kommunistische Partei nicht gut kennt. Die Feinde, ich möchte sagen glücklicherweise, haben nicht genug Kenntnis von der Kommunistischen Partei. Die deutschen Kommunisten wussten aus anderen Ländern, in denen die Partei verboten war, dass auch eine illegale Partei, die mit den Massen Verbindung hat, bei entsprechender Situation die proletarische Revolution durchführen kann. Alles ist verloren. Hitler ist an die Macht gekommen. Entweder oder. Entweder wir machen eine Brandstiftung und einen aussichtslosen Aufruhr. Oder wir sind jahrelang begraben. So einen dummen Gedanken konnte kein verantwortlicher deutscher Kommunist im Februar 1933 haben. Dabei ist hinzuzufügen, dass die Deutsche Kommunistische Partei, wie andere kommunistische Parteien, Sektion der Kommunistischen Internationale ist. Eine solche Partei macht keine Spielerei mit Aufständen und Revolutionen. Dr. Sack? Ach. Eine solche Partei, mein lieber Dr. Sack, ist nicht... Keine Zwiegespräche. Erlauben Sie mir, wenn eine solche Weltpartei etwas sagt... Machen Sie ruhig weiter Propaganda. Ich mache keine Propaganda. Natürlich machen Sie Propaganda. Ich stelle die Wahrheit fest. Sie sprechen bloß nicht zur Sache. Dimitrov, sprechen Sie zu mir. Die Frage ist einzig die, ob zur Zeit der Reichstagsbrandstiftung Ende Februar 1933 die deutschen Kommunisten einen bewaffneten Aufstand beabsichtigt haben, um die Macht zu erhalten. Das und nur das ist die Frage. Was hat die Beweisaufnahme in dieser Richtung erbracht, meine Herren? Der Reichstagsbrand am 27. Februar stand in keinem Zusammenhang, in keiner irgendwie gearteten Verbindung mit irgendwelchen Aktionen der Deutschen Kommunistischen Partei, um einen Aufstand, eine Demonstration und dergleichen zu versuchen. Das ist absolut festgestellt. Das ist einwandfrei festgestellt. In dieser Richtung steht der Reichstagsbrand vom 27. Februar als vollkommen isolierter Akt da. Ich stelle aber noch weiter fest, meine Herren, dass die verantwortlichen regierenden Kreise in Deutschland am 27. und auch am 28. Februar in keiner Weise an einen unmittelbaren bewaffneten Aufstand der Kommunistischen Partei gedacht haben. Herr Präsident, ein Beweis dafür ist die Notverordnung vom 28. Februar. Bitte lesen Sie, Herr Präsident, was steht in dieser Notverordnung? Oh, ich werde nicht alles zitieren. Das ist ein erster Punkt Ausnahmezustand. Hier handelt es sich um Beschränkung der persönlichen Freiheit. Nein, Dimitrov, nicht so weitläufig. Das ist uns allen sehr geläufig. Also, Herr Präsident, nicht um einen Aufstand zu bekämpfen, war am 27. und 28. Februar diese Notverordnung erlassen worden. Diese Notverordnung war vielmehr notwendig zur Durchführung des Vernichtungsfeldzuges gegen die Arbeiterbewegung. Und überhaupt gegen die oppositionellen Kreise in Deutschland. Nein, nicht gegen die Arbeiterbewegung, sondern gegen die kommunistische Bewegung. Ich weise Sie darauf hin, Herr Präsident. Aufgrund dieses Ausnahmezustandes wurden nicht nur kommunistische, sondern auch sozialdemokratische, christliche, deutschnationale Arbeiter und Angestellte verhaftet. Zeitungen in dieser Richtung verboten. Flugblätter beschlagnahmt.
Diese Notverordnung war die gesetzliche Grundlage zur Verhängung des Ausnahmezustands und zur Durchführung der Ausnahmeverfolgungsmaßnahmen gegen die Massen der oppositionell Gesinnten. Nein, Dimitrov, ich verbiete Ihnen solche Ausführungen. Herr Präsident, eine Frage, die hier... Nein, Dimitrov, ich verbiete Ihnen solche Ausführungen. Ich habe Ihnen gewiss weiten Spielraum gelassen. Wenn Sie aber jetzt dahin kommen, dass ich in Ihren Worten einen ungerechtfertigten Angriff auf die Reichsregierung erblicken muss, dann lasse ich Sie nicht weitersprechen. Das ist aber eine Frage, die ich behandeln muss. Man hat mir oft genug gesagt, ich werde dazu beim Plädoyer Gelegenheit bekommen. Dimitrov, Sie müssen hierher sprechen, zu mir her sprechen. Sie dürfen nicht nach dem Zuhörerraum hin sprechen, sondern zum Gerichtstisch her, weil er sonst von vornherein den Eindruck der Propaganda macht. Herr Präsident, die Zeitungen schreiben ja auch in aller Öffentlichkeit darüber, was hier geschieht und wie es Ihnen gefällt. Es bleibt dabei, was ich gesagt habe. Ich will keine Erwiderung von Ihnen hören. Sprechen Sie zum Richtertisch. Herr Präsident, da gibt es noch eine Frage und ich wundere mich wirklich, dass man diese Frage nicht einmal flüchtig berührt hat. Es ist die Frage, was für eine politische Situation herrschte in Deutschland zur Zeit der Reichstagsbrandstiftung? Nach dem Ergebnis der Hauptverhandlung war die politische Situation kurz gefasst folgende. Im Lager der nationalen Revolution, der nationalen Regierung, gab es innere Streitigkeiten und Kämpfe. Dimitrov, Sie kommen jetzt auf ein Gebiet, das Sie während der Verhandlung dauernd zu betreten versuchten und über das Ihnen der Senat mindestens dreimal einen Beschluss zugefertigt hat, der lautet, dass diese angeblichen Zerwürfnisse, die Sie immer vorbringen wollen, nicht zur Sache gehören. Dieses Gebiet dürfen Sie hier nicht berühren. Das ist oft zum Ausdruck gekommen. Nicht etwa, als wenn da etwas zu scheuen wäre, sondern weil das nicht zur Sache gehört. Ich kann das nicht dulden. Diese inneren Spannungen, inneren Kämpfe standen in Verbindung mit Kämpfen hinter den Kulissen. Kämpfe zwischen entscheidenden Kreisen, industriellen Kreisen, zum Beispiel der Gruppe von Thyssen und Krupp einerseits und einer Reihe anderer Industrieller andererseits. Die Bestrebung von Thyssen und Krupp, die die nationalsozialistische Bewegung jahrelang finanziert haben, war eine Vorherrschaft in dieser neuen Regierung zu haben, eine Hegemonie in der Wirtschaft zu bekommen. Der neue totale Staat in Deutschland steht unter der Führung, tatsächlichen Führung, wirtschaftlichen Führung dieser großen Herren in Deutschland, Thyssen und Krupp. Andererseits, meine Herren Richter, war damals Gärung in der Arbeiterschaft, in der kommunistischen, sozialdemokratischen, christlichen und anderen. Gärung unter den anderen Massen. Sie haben doch immer gesagt, Sie hätten sich bloß mit bulgarischen politischen Angelegenheiten befasst. Herr Präsident, wenn Sie dieses Argument gegen mich richten wollen, ja. Erlauben Sie mir, Ihnen zu berichten, dass ich als bulgarischer politischer Mann in der Emigration mich selbstverständlich auch für die Lage in Deutschland, Europa und in der Welt interessiert habe. Ich kenne mich gut in Südamerika aus. Aber das heißt nicht, dass ich der Schuldige bin, wenn in Südamerika ein Parlamentsgebäude in Flammen aufgehen soll. Ich kann behaupten, dass die Lösung dieses Rätsels hier, des Lubbe-Rätsels, in einer richtigen Einschätzung der politischen Situation und Kräfteverhältnisse im Februar 1933 liegt. Zwei Momente charakterisieren die politische Situation im Februar. Streitigkeiten um die Alleinherrschaft, andererseits Einheitsfrontbewegung. Die nationalsozialistische Führung brauchte politisch Folgendes. Erstens ein Ablenkungsmanöver von den inneren Schwierigkeiten. Zweitens ein Mittel zur Sprengung, Herr Präsident, zur Sprengung der drohenden Einheitsfront. Im Zusammenhang damit brauchte die nationalsozialistische Führung einen imponierenden, schwerwiegenden Anlass für die Notverordnung vom 28. Februar. Ausnahmezustand, Vernichtung aller konstitutionellen Grundrechte, Entfesselung der Polizeitätigkeit, Möglichkeit zur Durchsuchung jeder Wohnung zu jeder Zeit, Verhaftungen, Konzentrationslager. Sie brauchte die kommunistische Gefahr, die unmittelbare Gefahr eines kommunistischen Aufstandes als Fackel in Deutschland und in der Welt. Also Dimitrov, Sie gehen zum Äußersten. Warum? Sie machen Anspielungen, jawohl. Sie wollen darauf anspielen, dass Sie den Reichstagsbrand gebraucht hätte. Ich werde weiter... Das ist doch klar, dass Sie das sagen wollen. Nein, entschuldigen Sie, Herr Präsident, ich kann doch meine Meinung zu Ende sagen. Aufrichtig. Sie dürfen es aber nicht dauernd wiederholen. Nicht diese Aufstellung einer vollständig haltlosen, sinnlosen und widerlegten Behauptung. Sie müssen schon ohne das auskommen. Dimitrov, ich mache Sie jetzt auf Folgendes aufmerksam. Wir können Sie natürlich, obwohl wir Ihnen ausgiebig das Wort geben wollen, nicht ad infinitum hören. Also ich möchte mich kurz fassen.
In dieser Situation ist die Reichstagsbrandstiftung erfolgt. Jetzt, nach Schluss der Beweisaufnahme, muss ich zu meinem Bedauern, darf ich vielleicht nicht sagen, erklären, dass ich in einem einzigen Punkt mit meinen Anklägern und der Anklageschrift einverstanden bin, und das ist der Punkt, war Luppe als Reichstagsbrandstifter allein oder nicht? Ich sage nein und tausendmal nein. Ja, nun ist es gut. Weiter. Ich bin auf Grundlage der Hauptverhandlung, der Beschreibung der Sachverständigen und aufgrund unserer unmittelbaren Besichtigung im Reichstag der Meinung, dass der Brand im Plenarsaal ganz anderer Art gewesen ist als die Brände im Restaurant und an anderen Stellen und dass infolgedessen der Brand im Plenarsaal nicht eigentlich Sache des Van der Luppe ist. Deswegen habe ich früher einmal gesagt, der arme Faust ist hier, aber der Mephisto fehlt. So ist diese Tatsache meiner Ansicht nach eine verdeckte Zweiheit zwischen politischer Verrücktheit und politischem Provokatorentum. Der Vertreter der politischen Verrücktheit ist da, geständig. Der Vertreter des politischen Provokatorentums fehlt, ist verschwunden. Nein, Dimitrov, ich lasse das in dieser Weise nicht weiter zu. Kommen Sie zu den Einzelheiten des Brandes und zu den Verdachtsgründen, die in der Verhandlung gegen Sie hervorgetreten sind. Präsident, was ist eigentlich Van der Luppe? Als Mitangeklagter, unglücklicherweise, habe ich das Recht, über diese Frage zu sprechen, Herr Präsident. Was ist Van der Luppe? Ein Kommunist? Ein politisch-ideologisch überzeugter Anarchist? Nein. Meiner Auffassung nach ist Van der Luppe ein rebellierender Lumpenproletarier, ein deklassierter Arbeiter. Die Anarchisten, die dumme, verrückte Köpfe tragen, haben bei ihren Taten immer, wenn es richtig ein Anarchisten war, offen gesagt, ich habe ein Attentat gemacht, einen Brand gelegt, das und das, und ich bin stolz darauf, eine einzelne anarchistische Aktion durchgeführt zu haben. Und Kommunisten? Erstens machen Kommunisten solche Sachen nicht, aber wenn ein Kommunist eine solche Tat zu verantworten hat, dann tut er es öffentlich vor der ganzen Welt, dann schweigt er nicht, dann lässt er nicht andere Angeklagte unschuldig in schwerer Lage. Ich brauche keinen anderen Beweis dafür, dass dieser Van der Luppe kein Kommunist ist und kein Anarchist ist, sondern ein Lumpenproletarier, eine unglückliche, missbrauchte Person, ein Werkzeug. Und wie kommt es, meine Herren Richter, dass mit diesem missbrauchten Werkzeug der Feinde des Kommunismus wir Kommunisten als Mitangeklagte auf dieser Bank sitzen und nicht gewöhnliche Kommunisten, gefunden an irgendeiner Ecke, sondern der Vorsitzende der deutschen Reichstagsfraktion, die Mitglieder des Zentralkomitees der bulgarischen kommunistischen Partei sind, Mitangeklagte von Van der Luppe und diesem Lumpenproletarier? Sagen Sie mal, wie lange Sie noch zu sprechen beabsichtigen. Eine halbe Stunde vielleicht. Ich möchte gern kurz sprechen, aber diese Fragen sind wichtig und ich glaube, ich habe ein Recht, meine Meinung zu sagen. Ja, das brauchen Sie mir gar nicht vorzuhalten. Aber bis ins Maßlose kann das letzte Wort der Angeklagten nicht gehen. Also kommen Sie jetzt allmählich zum Schluss. Die Reichstagsbrandstifter sind nicht dort gesucht worden, wo sie eventuell gewesen sind, sondern in den Richtungen, wo sie nicht gewesen sind und nicht zu finden waren. Wenn diese Präsumption geherrscht hat, dass die Reichstagsbrandstifter unbedingt nur in den Reihen der Kommunisten zu finden waren, dann war das schon gründlich falsch und hat nur zum Verschwinden der Komplizen des Van der Luppe geführt, zum Verschwinden des Mephisto. Wie die Natur keinen leeren Raum duldet, so wurde es auch hier gemacht. Sind die richtigen Komplizen, die richtigen Brandstifter nicht vorhanden, so musste man unbedingt andere finden und man hat sie gefunden. Derartige Äußerungen verbiete ich Ihnen jetzt. Und außerdem stelle ich Ihnen jetzt eine Frist von 10 Minuten. Herr Präsident, ich habe aufgrund der Strafprozessordnung als Angeklagter das Recht, Anträge zu stellen. Wenn Sie Anträge zu stellen haben, dann stellen Sie sie. Ja, ich komme dazu. Ich werde nicht sagen, dass alle nationalsozialistischen Zeugen Lügner sind. Einen solchen Standpunkt vertrete ich nicht. Aber Herr Oberreichsanwalt scheint auf dem Standpunkt zu stehen, wenn einer nationalsozialistischer Abgeordneter ist, dann ist es gut. Aber wenn eine Zeugin aus Russland oder ein Zeuge Kommunist ist, dann muss man seine Aussage mit Reserve aufnehmen. Ich glaube, dass Hunderte und Millionen Nationalsozialisten in Deutschland ehrliche Leute sind, obwohl sie Nationalsozialisten sind. Das weise ich zurück. Und wenn Sie so fortfahren, wird Ihnen noch vor Schluss das Wort entzogen. Sie haben mich nicht verstanden. Präsident. Ja, das habe ich wohl verstanden. Es liegen immer versteckte Bosheiten darin und das werde ich zu verhindern wissen. Herr Präsident, Herr Kriminalkommissar Heller hat hier eine sogenannte kommunistische Poesie
aus dem Jahre 1925 zitiert, um zu beweisen, dass die Reichstagsbrandstiftung eine kommunistische Sache ist. Bei dieser Poesie war von blutigen Messern, von Bomben und so weiter die Rede. Ich möchte mir erlauben, den größten deutschen Dichter zu zitieren. Goethe hat einmal Folgendes geschrieben: Du musst steigen oder sinken, du musst herrschen und verdienen oder dienen und verlieren, leiden oder triumphieren, Amboss oder Hammer sein. Jetzt haben Sie noch 3 Minuten Zeit für Ihre Anträge. Das ist nicht viel. Was sollen das für Anträge sein? Ich möchte in diesem Zusammenhang, Herr Präsident, betonen, dass die deutsche Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit wegen solcher Führer wie Wels, Scheidemann, Friedrich Ebert und wie all die anderen heißen, die jetzt im Ausland für die Revolution schreiben, es nicht verstanden hat im Jahre 1918, es nicht verstanden hat im Jahre 1923, es nicht verstanden hat im Juli 1932, Hammer zu sein. Dass sie wegen solcher Führer Amboss geblieben ist, während sie Hammer sein konnte und sollte. Es wurde hier, Herr Präsident, über das deutsche Recht, das deutsche Gesetz, die deutsche Rechtsprechung und so weiter gesprochen. Sie werden es mir bestimmt nicht übel nehmen, dass ich ein Mann bin, der nicht an die Existenz einer blinden Themis glaubt, sondern einer, der glaubt, dass die Rechtsprechung, die Urteile eines Gerichts doch immer in einem Zusammenhang stehen mit der Zeit, den Umständen, mit der politischen Lage, mit den herrschenden politischen Tendenzen in dem betreffenden Lande. Jetzt stellen Sie Ihre Anträge, wenn Sie sie noch stellen wollen. Herr Präsident, der Herr Oberreichsanwalt hat beantragt, die bulgarischen Angeklagten wegen Mangels an Beweisen freizusprechen. Ich brauche nicht besonders zu erklären und zu dokumentieren, dass ich damit gar nicht einverstanden, dass ich damit absolut nicht zufrieden bin. Bei dieser Formulierung bleibt auf uns, Dimitrov, Popow und Tanev, der erhebliche Verdacht lasten, dass wir an der Reichstagsbrandstiftung beteiligt seien, aber aus Mangel an Beweisen freigesprochen werden sollen. Nein, ich halte dafür, dass durch die ganze Hauptverhandlung bewiesen worden ist, dass wir mit der Reichstagsbrandstiftung absolut nichts zu tun gehabt haben. Ich beantrage, dass das Reichsgericht unsere Unschuld an dieser Reichstagsbrandsache und die Anklage gegen uns als Unberechtigte anerkennt. Unsere können Sie überhaupt nicht sagen. Denn Sie sind nicht Vertreter der anderen Angeklagten, also nur meine. Ich beantrage zweitens, von der Lupe als missbrauchtes Werkzeug der Feinde der Arbeiterklasse zu betrachten. Drittens, an meiner, das gilt auch für die anderen Unschuldigen, Hereinziehung in diesen Prozess schuldigen Personen zur Verantwortung zu ziehen. Und viertens, auf Rechnung dieser schuldigen Personen die entsprechende Entschädigung für meine verlorene Zeit, für den Gesundheitsschaden. Halt, nicht weiter. Wir haben hier kein Zivilverfahren zu erledigen. Sie haben sich bloß mit der Frage zu beschäftigen, ob Sie verurteilt werden sollen oder ob Sie freigesprochen werden wollen. Mit weiter gar nichts. Im 17. Jahrhundert, Herr Präsident, wurde der berühmte Begründer der Physik, Galileo Galilei, vor ein Gericht gestellt. Halt! Jetzt entziehe ich Ihnen das Wort, nachdem Sie jetzt auf die Physik kommen. Wir werden über Ihren Antrag jetzt befinden. Weil er behauptet hat, dass die Welt sich dreht. Schweigen Sie jetzt! Sie dreht sich doch. Ende des Stückes.